Ja, einen wunderschönen guten Abend. Einige bekannte Gesichter schon im Salon Mühlenhaupt. Haben wir bald Zweijähriges, ne? So, wenn ich jetzt so zurückblicke. Wir haben uns für diesen heutigen Abend was überlegt, nämlich wir alle lesen ja ausländische, fremdsprachliche Autoren auf Deutsch und merken dabei oder denken da gar nicht daran oder es ist vielen gar nicht bewusst dabei, dass es sich dabei um Übersetzung handelt. Dabei stellt sich dann die Frage, und die wollen wir heute mit einem versierten Autor und Übersetzer diskutieren, wie nah muss man eigentlich an einem Text bleiben, damit er authentisch ist? Und wie weit muss man sich jetzt vom Original entfernen, dass Menschen, die aus einem anderen Sprachkontext kommen, einen Zugang gewinnen? Bei der Vorbereitung hatten wir auch sogar ein paar Beispiele. Ich will eins bringen, was es ein bisschen deutlicher macht aus dem Spanischen. Auch im Hochspanischen ist ein Guapo ist ein schöner Mensch und ein schöner Mann. Und dann sagt ein Guapo steht in der Bar, ist nicht ein gut aussehender Mann steht. Und wenn man es in Buenos Aires sagt, dann gibt es einen Bedeutungswandel. Das ist dasselbe Wort, aber das ist ein Mann mittleren Alters, einsam, im kriminellen Milieu unterwegs, alle haben Angst vor ihm und er ist traurig darüber. So, das kann man nicht sagen in dem Satz, also ein mittelalter Mann aus kriminellen Milieu steht einer Kneipe. Also man merkt das schon, wo die Schwierigkeiten liegen und wo die Hürden sind und wie das geht. Dazu haben wir heute einen sach- und fachkundigen Gesprächspartner, Hans-Christian Oeser, geboren in Wiesbaden, lebt als freischaffender Übersetzer und Herausgeber in Dublin und Berlin. Zahlreiche, vor allem auch irische Autorinnen und Autoren übersetzt. Brenda Behan, Meg Brennan, William Trevor, Oscar Wilde, William Thackeray. Und für sein Werk hat er auch zahlreiche Preise bekommen. Wir stellen uns das heute Abend so vor, Hans-Christian Oeser wird einige Texte lesen und zwischendurch werden wir uns darüber unterhalten, wie er an Texte herangeht und was die Herausforderung ist für ihn als Übersetzer. Herzlich willkommen, Hans-Christian Oeser. In der Tat, wir hatten abgesprochen, dass ich eingangs einige kleine Dinge lesen werde. Diese kleinen Dinge sind Gedichte. Die Lyrik liegt mir sehr am Herzen und ich bedauere es, dass ich oft zu wenig Gelegenheit habe, Gedichte zu übertragen. Da möchte ich Sie heute mit drei Liebesgedichten konfrontieren und die Abgebrüteren unter Ihnen werden sagen, das grenzt aber bedenklich an Kitsch. Aber ich stehe zu diesen Gefühlen, die darin ausgedrückt werden, weil ich natürlich durch und durch Romantiker bin. Ich beginne mit William Butler Yeats, einem dieser Iren. Es ist ein sehr bekanntes Gedicht. Vielleicht sollte ich nur die wenigen Worte sagen. Der letzte große Romantiker in der irischen Lyrik und der Vater der Moderne in der irischen Lyrik. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 1898, gehört also noch in diese frühere Phase. Und das werde ich auf Englisch und auf Deutsch lesen, damit man vielleicht diese Vergleichsmöglichkeit hat. Und die weiblichen Publikumsmitglieder kennen bestimmte Männertypen, die einem das Blaue vom Himmel versprechen. Das ist der Gestus dieses Gedichts. Dort wird wirklich und wörtlich das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Das Gedicht ist sehr bekannt und ich behaupte mal, vielleicht, Paula, wirst du mir zustimmen, dass jedes irische Schulkind zumindest die letzte Zeile kennt. He wishes for the cloths of heaven. Had I the heaven's embroidered cloths and wrought with golden and silver light, the blue
and the dim and the dark cloth of night and light and the half-light, I would spread the cloths under your feet. But I, being poor, have only my dreams. I have spread my dreams under your feet. Tread softly, because you tread on my dreams. Wenn Sie genau zugehört haben, sehen Sie, es gibt Reime, aber es sind sogenannte identische Reime. Also jedes Wort reimt sich mit sich selbst. Und aufgrund der anderen deutschen Satzstruktur ist es natürlich mitunter schwierig, genau auf dasselbe Ziel hinzuarbeiten. Mal sehen, ob es gelungen ist. Er wünscht die Gewebe des Himmels. Hätt ich der Himmel bestickte Gewebe, durchwirkt mit goldenem und silbernem Licht, die blauen, die blassen, die dunklen Gewebe aus Nacht, aus Licht und aus dämmerigem Licht. Ich legte ein jedes Geweb dir zu Füßen. Doch ich, der ich arm bin, hab nur meine Träume. Ich hab meine Träume gelegt dir zu Füßen. Tritt sachte, du trittst ja auf meine Träume. Jetzt kommt ein zweites Gedicht, das den Gestus aufgreift, aber von einem zeitgenössischen Lyriker, und zwar einem irischsprachigen, Gabriel Rosenstock, geboren 1949, also Yeats 1865 bis 1939. Gabriel Rosenstock, geboren 1949. Und ich beherrsche leider die irische Sprache nicht, sondern muss das, was ich aus dem Irischen ins Deutsche übertrage, alles mit seiner Hilfe bewerkstelligen. Sie müssen sich also vorstellen, dass wir so wie wir jetzt nebeneinander sitzen und er weist hin auf Assonanzen, auf Alliterationen, auf Rhythmus, auf Klang, auf Bedeutung, und dann kommt eben am Ende doch noch etwas dabei heraus. Aber wie gesagt, es ist derselbe Gestus. Und jetzt habe ich das falsche Buch. Hier ist das Buch. Diesmal ein Mythos aufgreifend, naja, vielleicht eine Mischung aus Historie und Mythos, jedenfalls ein Mythos, den Sie alle kennen. Als Semiramis mir einen Blick vergönnte, sehntest du dich nach deiner Heimat in den Bergen? Ich würde Pflanze um Pflanze, Blume um Blume auf Terrassen aussäen, süß duftende Bäume und Reben, Ziegel um Ziegel, Stein auf Stein, würde ich die hängenden Gärten von Babylon bauen, für dich, Königin Semiramis. Ich würde dir zuschauen bei deinem nächtlichen Rundgang, wenn ein ferner Mond dir die Wange küsst, die Sterne anderer Welten den Glanz in deinen Augen bestaunen, von Blumen und Heide ein Wohlgeruch aufsteigt, der dir dein Heimweh nimmt. Bist du diese Stadt, Babylon, bist du diese Stadt am Saum einer endlosen Wüste ganz und gar vergessen hast. Der Tag, an dem du mir einen Blick vergönntest, o Königin, ließ mich zum Baumeister werden. Für dich würde ich bauen und wieder erbauen, eines der sieben Wunder der Welt. Aber ach, ich bin nur ein Schreiber, ein Archivar großer Taten. Und der letzte Lyriker ist ein Engländer, Andrew Motion, 1952 geboren. Der war 10 Jahre lang, wie das in Großbritannien Usus ist, der sogenannte Hofpoet, also Poet Laureate. Wenn man dann, wenn ein königliches Kind geboren wird, ein Gedicht schreiben muss, oder wenn jemand in der königlichen Familie stirbt, muss man auch ein Gedicht schreiben. Das sind solche Anforderungen. Aber er hat natürlich auch ganz andere Gedichte geschrieben, und hier in diesem Gedicht, im letzten der drei, spricht nun die Liebe selbst. Und das Gedicht heißt ganz einfach nur Song Nummer 6. Die Liebe hat auf mich den Sommer ausgegossen. Nun spricht sie sanft zu mir, die Augen halb geschlossen. Glaube mir, auch wenn ich hin und wieder fliehe, vom Weg abkomme oder mich der Pflicht entziehe,
Ich bin die goldene Regel, bin die Bundeslade, die ihren Wert behält. Das einzige Gestade, das alle deine Meere, Sturm und Wrack umschließt. Glaube mir, auch wenn ich dich ins Unglück stieß, in Zungen rede und dir keine Zeit gewinn, ich bin der erste Grund und bin der letzte Sinn von allem. Das zerbrochene Schloss flick ich allein und schlage frisches Wasser aus dem spröden Stein, verwandle Eis zu Flammen, zu Holz die Aschenglut. Des guten Urquell bin ich und das höchste Gut. Glaube mir, auch wenn ich euch den Rücken kehre und dulden muss, dass eins das andere versehre, mit jener Leidenschaft, die ich euch eingegeben. Glaube mir, auch wenn der Erde Festen beben, ich bin die Reise nach aller deiner Reisenlast. Dein Ziel bin ich, noch ehe du begonnen hast. Ich weiß nicht, ob ein Wort ganz besonders herausgeklungen hat. Ich sage Bundeslade. Und jetzt können wir im Grunde schon an diese erste Frage heranwagen, was bleibt und was wird verändert. Und ich fange einfach mal an. Natürlich bleibt nichts vom Original. Das Original wechselt die sprachliche Gestalt. Wir haben also ein ganz anderes sprachliches Gebilde vor uns. Und auf der anderen Seite wird alles neu geschaffen, was da im Deutschen zu lesen oder zu hören ist. Aber natürlich soll es eine Entsprechung geben. Und jetzt war bei mir das Problem, Sie haben ja mitbekommen, das hat sich nun auch stark gereimt, also Paarreime in jeder Strophe aus zwei Zeilen bestehend. Und natürlich muss man mitunter die Dinge etwas hinbiegen, abgesehen davon, dass man sowieso alles, was man übersetzt, erst einmal interpretieren muss. Das ist dann meine Interpretation, nicht deine und auch nicht ihre. Aber jetzt stand ich vor dem Problem, ich musste diese beiden Zeilen zusammenfügen. Im Englischen steht das Wort Law, Gesetz. Ich bin das Gesetz, spricht die Liebe. Andererseits gibt es aber in dem Originalgedicht Anspielungen biblischer Art. Da haben wir also Moses, der aus dem Stein Wasser schlägt. Es sei denn, es war Aaron. Ich glaube, es war Moses. Dann haben wir dieses Wort ausgegossen, was uns an Pfingsten und den Heiligen Geist denken lässt. In Zungen reden ist die luthersche Formulierung für eine hebräische Wendung. Und da habe ich mich dann bemüßigt gefühlt, Gesetz, das höchste Gesetz der Juden zu der Zeit war die Bundeslade, der Bund Abrahams mit Gott. Alles andere, auch die von Menschen gemachten Gesetze natürlich, ist dem unterworfen. Und dann dachte ich, warum dann nicht noch ein viertes Wort sozusagen aus der Bibel, die Bundeslade statt einfach nur das Gesetz. Und dann hatte ich einen schönen Reim mit Gestade, was natürlich auch wieder sehr hochgestochen ist. Aber finden Sie mal Reime auf mir. Also das muss man sowieso sagen, das Deutsche ist eine furchtbare Sprache, was Reime angeht. Das Italienische, alles reimt sich mit allem. Man braucht nur eine Endung dran zu hängen und schon reimt sich das. Aber wir haben so wenige Reimwörter und den Sinn zu erhalten, und den Klang zu erhalten und dann noch die Reime zu finden, ein schwieriges Unterfangen. Was auch beim Deutschen ja ein Phänomen ist, dass es eine, ich sag's mal so lapidar, lange Sprache ist. Ja. Wenn man so Übersetzungen, gibt ja so manchmal so mehrsprachige Übersetzungen, dann hat man so den englischen Text, der ist so lang und der deutsche Text ist so lang. Erstmal die Frage, bevor ich zu der Lyrik komme, woran liegt das eigentlich, dass Deutsch so lang ist? Weißt du das? Oder? Nein, das liegt daran, dass das Deutsche halt also einfach als Sprache sehr, sehr viele mehrsilbige Wörter hat. Also wenn wir uns mit dem Englischen beschäftigen, gibt es sehr viele einsilbige Wörter. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, das Wort need. Da gibt es im Deutschen die Entsprechung Not, aber das kommt auf den Kontext an. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Kontext gehabt, da musste ich sagen, Bedürftigkeit. Need, Bedürftigkeit. Dazu kommt weiter, dass unsere Syntax etwas komplizierter ist dadurch, dass wir mitunter Wörter haben, die viele Leute als Füllwörter ansehen, die aber eine ganz konkrete semantische Bedeutung haben. Das sind die sogenannten Modalpartikel. Doch, ja, aber,
die, manche denken, nach Belieben in den deutschen Satz eingestreut werden können. Das ist natürlich nicht nach Belieben, das folgt auch, wie alles in der Sprache, einer Gesetzmäßigkeit, aber im Englischen ist wirklich alles sehr viel kompakter. Also der Erfahrungswert lautet, jeder deutsche Text ist ein Fünftel länger als der entsprechende englische Originaltext. Und das muss man dann auch natürlich bei Zeit, also bei Abgabefristen und so weiter, alles mit einbauen. Das vergessen sogar die Lektorinnen mitunter. Die denken dann, das, was ich auf der englischen Seite sehe, naja, das sind dann so und so viele Seiten. Und dann muss ich immer sagen, nein, 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 es wird teurer, meine Liebe. Du hast ja richtig Glück, dass du ins Deutsche übersetzt. Richtig, genau, weil wir werden nach den sogenannten Normseiten der Zielsprache, also des Deutschen, bezahlt. Ne? Insofern völlig richtig. Ja. Sagt jetzt gerade der Satzbau. Ich habe das ja im Englischunterricht also gelernt, dass sozusagen so der englische Satzbau ja relativ streng ist. Ja. Und dass das Deutsche da eigentlich eher viel mehr Möglichkeiten bietet, sozusagen einen Satz zusammenzustellen. Ich stelle mir jetzt vor, also wenn du so diese klassische englische Form siehst, und im Deutschen betonen wir ja, indem wir Wörter in Sätze an unterschiedliche Positionen bringen. Das heißt, du musst den Text ja sozusagen so erspüren, was will der eigentlich betonen, der englische Autor, damit er im Deutschen das an die richtige Stelle setzt. Richtig. Das ist eben genau eine Frage der Interpretation. Also ich stehe oder sitze vor diesem fremden Satz und muss in der Tat überlegen, worauf liegt, also einer Linguistin, das informationelle Hauptgewicht. Und das, was du eben schon angesprochen hast, also das Englische ist eine sogenannte SVO-Sprache, Subjekt, Verb, Objekt. Wirklich relativ rigide. Natürlich gibt es da auch Abweichungen und Möglichkeiten, aber als Grundstruktur SVO. Das Deutsche ist viel komplizierter, da denken die meisten Leute auch, ich komme hierher, ist doch auch SV und so weiter. Ne? Nein, aber wir haben eine ganz andere Struktur. Wir haben SV1, OV2. Das soll heißen, das Verb ist entweder in der zweiten Position des Satzes oder in der Endposition. Und das Gute oder das Schwierige beim Deutschen ist, zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil des Verbs kann man alles hineinpacken, was man möchte an zusätzlichen Informationen. Also alle sogenannten adverbialen Bestimmungen, Ort, Zeit, Modus und so weiter. Also da gibt es ja eine berühmte Geschichte von Mark Twain über die schreckliche deutsche Sprache. Und er hat dann einen Satz, den hat er wirklich so wunderbar selber, glaube ich, produziert. Da heißt es irgendwie, da fängt also das Verb an, dann kommen 1000 Teile und ganz am Schluss kommt die kleine Vorsilbe, die eigentlich eben zu diesem Verb gehört. Und er sagt, im Deutschen kann der Zuhörer aus dem Saal gehen und nach 5 Minuten wiederkommen. Und dann kann er gerade noch diesen Rest erwischen. Und das stimmt, weil im Deutschen liegt dieses informationelle Hauptgewicht am Ende des Satzes. Das ist uns meistens als Native Speakers gar nicht so klar. Also ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich fahre morgen nach Hause. Ganz unschuldiger Satz. Ich kann aber auch sagen, morgen fahre ich nach Hause. Dann haben wir einmal die Betonung auf diesem Zielort nach Hause, aber eine zusätzliche Betonung am Anfang des Satzes. Das erlaubt das Deutsche auch. Ich kann auch sagen, nach Hause fahre ich morgen. Dann ist morgen unendlich stark akzentuiert. Ne? Und so gibt es natürlich bei längeren, komplizierteren Satzgefüge 1000 Möglichkeiten und deswegen auch 1000 Freiheiten für den Übersetzer, es so oder anders zu machen. Nur, wie du schon gesagt hast, er muss sich halt überlegen, was entspricht sozusagen der Intention des Originalsatzes. Also ich kann allen, die sich für eine solche Problematik interessieren, ein Buch empfehlen, das heißt Das grammatische Varieté von Judith Macheiner, was ein Pseudonym ist. Das hat mir und ich glaube auch vielen anderen die Augen geöffnet, weil sie das genau aufschlüsselt an 1000 Beispielen. Also auch zum Beispiel, dann schaut sie sich Texte und Sätze von Franz Kafka an. Wie sind die aufgebaut? Warum folgt der eine logisch auf den anderen? Wie führt der erste Satz zum zweiten? Welches ist das verbindende Wort? Und dann sagt sie, die deutsche Satzstruktur, jetzt muss ich die Physiker angucken, ist konkav. Das ist konkav, ne? Oder? Das heißt, wenn ich jetzt so zeichne, hier hinten am Satzende Hauptgewicht, vorne auch noch Gewicht, in der Mitte nichts. Da kommt das Unwesentlicher hin. Im Englischen genau umgekehrt, konkav.
Also in der Mitte ist dieser Informationsschub sozusagen. Ne? Und das muss man eben berücksichtigen. Das gilt übrigens auch für Haupt- und Nebensätze. Die englische Sprache fängt oft an mit dem Hauptsatz und dann kommt ein Nebensatz. Ich machte das und das als. Und da kommt wieder im Deutschen darauf an, was wird betont. Aber die normale Folge wäre im Deutschen als das und das, dann das und das. Also Hauptsatz hinten, weil der sozusagen die meiste Information wirkt. Aber das geht jetzt sehr ins Einzelne. Aber auf jeden Fall, das ist ein Problem, weil ich habe also als deutscher Übersetzer viel größere Freiheiten, was die Syntax angeht. Aber gleichzeitig folgen diese Freiheiten auch wieder Gesetzen, Bundesladen. Mit anderen Worten, es gibt auch Zwänge und Gesetzmäßigkeiten. Also die Freiheit ist immer, hatte ich dir glaube ich schon mal gesagt, eine Einsicht in die Notwendigkeit, Friedrich Engels. Ne? Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und je mehr Einsicht ich in die Notwendigkeit des deutschen Satzbaus gewinne, desto freier kann ich mich innerhalb dieses Satzbaus bewegen. Und ich darf also nicht sklavisch das nachahmen, was die englische Sprache mir vorgibt. Ne? Und das wäre dann zum Beispiel schon mal eine solche Abweichung. Wenn jemand dachte mir mal, englischsprachiger Mensch, warum die Deutschen so geduldige Menschen sind, weil sie immer auf das Verb am Ende warten. Also, nachdem wir alle Informationen und dann kommt das Entscheidende, damit er etwas Alten überhaupt den Kontext hinkriegt. Ja, ja. Es gibt vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Es gibt einen Romancier, muss man sagen, aber er hat eben auch andere Bücher geschrieben, Georges Arthur Goldschmidt, ein Jude, der vor den Nazis nach Frankreich geflohen ist. Und er schreibt also auf Französisch, aber er hat zwei Bücher geschrieben, eines heißt Als Freud das Meer sah und ein weiteres, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt. Und da hat er eine psychoanalytische Interpretation dieses Wartens. Er sagt, die Deutschen als Volk sind blockiert. Ja? Sie können nicht sofort mit dem, was sie eigentlich sagen wollen, heraus, sondern sie müssen abwägen und einfügen und relativieren, bis dann am Ende eben diese Entscheidung fällt. Meinetwegen mit dem Präfix oder dem zweiten Teil des Verbs, jetzt kommt es. Jetzt endlich, alle sind erlöst. Ja. Während jetzt die anderen, vielleicht die Engländer, einfach drauf los bottern konnten. Ja, das ist spannend, wenn man sich der eigenen Sprache dann nochmal bewusst wird, was man da eigentlich tut. Nämlich tut, sage ich, ist schon wieder am Ende. Dann gibt es ja natürlich so Eigentümlichkeiten im Deutschen, was, so ich weiß, in anderen Sprachen so überhaupt nicht vorkommt. Das sind die berühmten zusammengesetzten Hauptwörter. Nicht, wenn wir sagen Hundekuchen und Kirschkuchen, wissen wir genau, was gemeint ist und was nicht gemeint ist. Also ein Hundekuchen ist kein Kuchen aus Hunden und ein Kirschkuchen ist kein Kuchen für Kirschen. Das geht jetzt natürlich in diese Richtung. Du baust dann sozusagen, ich nehme an, das sind im Englischen so Genitivkonstruktionen. Oder eben zwei Wörter. Zwei Wörter, ja genau. Dann schaffst du sozusagen aus diesem Wort den deutschen Kontext. Ja. Also mir fiel das auf, ich war in Lüneburg mit Herrn Michael Krüger und dessen Buch, das dort vorzustellen war, heißt Verabredung mit Dichtern. Und es fiel mir in dem Augenblick auf, Verabredung. Drei Affixe, also verab sind Präfixe, um ist ein Suffix und dazwischen das Stammwort red, hat zu tun mit reden. Was heißt also eine Verabredung? Das heißt, man redet, um sich zu verabreden und wenn man sich dann verabredet hat, sich trifft, redet man wieder. Es geht also im Großen und Ganzen um ein Reden. Und das Deutsche kann also in der Tat sich die Welt aus kleinen solchen Bauklötzchen zusammenbauen. Das machen andere Sprachen anders. Also das Türkische funktioniert, glaube ich, anders mit Anhängen und so weiter. Aber wir können dieses Wort nehmen, jedes Wort nehmen, zusammenstellen. Und es sind eben, wie gesagt, kleine Bauklötzchen. Und die sind sehr, sehr bequem. Also es ist eine, wiederum dieser Georges-Arthur Goldschmidt sagt dann, im Gegensatz zu dem, was normalerweise über die deutsche Sprache vermutet wird, es ist eine sehr konkrete Sprache, keine abstrakte. Eine sehr physische Sprache. Also wenn ich zum Beispiel meinetwegen sage, vorstellen, sich vorstellen, jemanden anders vorstellen, sich verstellen, abstellen, aufstellen, ausstellen und so weiter und so weiter. Alles wird sehr hübsch zusammengebaut und dann hat man das Gefühl, die Welt ist begriffen. Ich überlege gerade, da gibt es dann eigene Worte im Englischen, die du dann sozusagen zusammenbastelst. Genau. Also das Englische arbeitet eher eben mit
was weiß ich nicht, to put someone up. To put up. Also da gibt es dann eben diese, ja, wie nennt das, Paula, wie nennt man das? Put up. Put in. Put out. aber es sind eben zwei Wörter. Mhm. Während im Deutschen, meinetwegen, unterbringen, jemanden unterbringen, es hat ein Wort. Hat zu tun mit bringen. Warum, weiß ich nicht. Wer hat sich das mal einfangen lassen, dass man jemanden bringt und ihn dann gleich auch unterbringt? Oder umbringt. Genau. Ja, da kann man im Deutschen wunderbar mit spielen, ja, mit diesen kleinen Konstruktionen. Bevor ich wieder zu der Übersetzung, weil ich habe in Vorbereitung von heute mal gesagt, also wann fing man eigentlich an zu übersetzen, stellte ich mir so die Frage, wo kommt das eigentlich her, das Übersetzen? Und stieß darauf, dass es also in der Antike schon begann, dass die Römer einen gewissen Nachholbedarf am intellektuellen Inputs hatten und dann die Griechen heranzogen und da sozusagen diese Übersetzung eigentlich im großen Maßstab begann. Und da habe ich so gelesen, es gab dann so zwei Richtungen. Die Frage heute, wie wird modern übersetzt, in Anführungszeichen, weil die, habe ich gelesen, bei den Römern war das so, die interpretierten Texte und verformten die auch, sozusagen, dass es für sie, für den Kontext, für den kulturellen Kontext eine besondere Bedeutung, Sinn ergab. Und auf der anderen Seite gab es die religiösen Übersetzungen, religiöse Texte, die sehr am Original kleben mussten, weil ja dort das wahre Wort übersetzt werden musste und nicht die Texte interpretiert werden durften. Beschreibt das so ein bisschen die Richterskala, wo sich Übersetzung bewegt, also entweder sehr interpretierend, wie es auch aufgefallen, das englische Wort für Übersetzer ist Interpreter. Also da ist ja die Interpretation schon im Wort drin, fiel mir dann auch zu aus. Ist es eher sozusagen heute so, dass man interpretierend übersetzt oder versucht man doch nah am Original zu kommen? Also ich glaube, das sind Scheinalternativen. Okay. Natürlich gibt es verschiedene Denkschulen und verschiedene Theorien. Also zum Beispiel jetzt, was diese Problematik angeht, also Friedrich Schleiermacher hat diesen berühmten Aufsatz verfasst, wo er eben auch genau, wie du sagst, unterscheidet zwischen dem sogenannten Hinübersetzen, das soll heißen, ich bewege mich auf das Original zu und will möglichst viel von dem Original auch in meiner Sprache erhalten, auch das Fremde und Fremdartige und Befremdende in diesem Original. Und das Herübersetzen, was man auch wieder nur im Deutschen so ausdrücken kann, hinübersetzen und herübersetzen, hin und herübersetzen, da will ich sozusagen dieses Fremde dem Zielpublikum, also dem deutschen Publikum, mundgerecht servieren, sodass sie also nicht aufgestört werden von dem möglicherweise fremden Denken und Schreiben des Originals. Aber natürlich im täglichen Geschäft, man macht alles die ganze Zeit. Je nach Textstelle. Ich kann also keine Strategie für mich entwerfen und sagen, ich bin ein Hinübersetzer. Die da drüben ist ein Herübersetzer. Eine Herübersetzerin, muss ich sagen. Und deswegen unterscheidet natürlich sich auch das tagtägliche Geschäft des Übersetzens von den großartigen Theorien, die oft am Schreibtisch entworfen werden. Gleichzeitig aber können wir natürlich sehr viel von diesen Theorien lernen, weil sie unser Bewusstsein dafür schärft, was wir da eigentlich im Getriebe und im Betrieb machen. Aber wenn du sagst, Griechen, Römer, also zum Beispiel die Vulgata, die lateinische Bibelübersetzung, war eben eine aus dem Griechischen von Hieronymus, das ist übrigens unser Patron, unser Heiliger, der Patron der Übersetzer, der heilige Hieronymus, der da in seinem berühmten Gehäuse saß mit dem Löwen an seiner Seite und Tag für Tag also diese Sätze aus dem Griechischen ins Lateinische transportiert hat. Was ich gar nicht so genau wusste, dass in der katholischen Kirche die Vulgata, also die lateinische Version, die entscheidende ist, während in der protestantischen die lutherische Übersetzung, der ja aus dem Hebräischen eigens gelernt und dem Griechischen übersetzt hat. Ne? Aber wie auch immer,
Wir können aber ja noch weiter zurückgehen, wiederum zum Mythos, diesmal der biblische Mythos. Also, wenn wir hören die Geschichte vom Turmbau zu Babel, dann erfahren wir, dass es eine gemeinsame Ursprache der Menschheit gab. Und nur, weil die bösen Babylonier Gott damit herausforderten, dass sie einen Bau so weit in die Höhe errichteten, dass er sich herausgefordert fühlte, bestrafte er sie und sagte, ich werde eure Sprachen verwirren oder zerstreuen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sodass plötzlich alle in ihren eigenen Sprachen redeten und einander nicht mehr verstanden. Das heißt also, die Vielfalt der Sprachen, die wir ja eigentlich begrüßen, und wir bedauern ja immer, wie viele Sprachen heute jährlich sterben, diese Vielfalt der Sprache ist also eigentlich eine Strafe Gottes laut diesem Mythos. Und dann gibt es aber den Gegenmythos, und das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, wo er nämlich sagt, liebe Jünger, ihr werdet hinausziehen in die Welt und werdet das Wort Gottes predigen und ihr werdet missionieren. Und dazu müsst ihr natürlich die Sprachen beherrschen, dieser vielen Völker. Und plötzlich waren sie alle sprachbegabt und konnten also hingehen zu den, ich weiß nicht was, Armeniern oder zu wem auch immer. Und das heißt, es gibt also zwei Mythen jetzt in der biblischen Tradition, die genau eigentlich das Dilemma erzählend beschreiben, nämlich, warum müssen wir überhaupt übersetzen? Weil es eben so viele verschiedene Sprachen gibt. Warum können wir überhaupt übersetzen? Weil wir hoffentlich die Sprache der anderen beherrschen und weil wir diese Transaktion, diesen Transfer leisten. Und ohne den könnten wir einander nicht verstehen. Sei das jetzt schriftlich als Übersetzer oder eben dolmetschenderweise bei irgendwelchen Konferenzen von Sägenmännern. Wobei Stichwort Dolmetschen, aber auch Übersetzen, das ist natürlich noch eine große Verantwortung, die er hat. Also wenn zwei Menschen etwas miteinander aushandeln, nicht dieselbe Sprache sprechen, kommt es doch sehr auf den Menschen dazwischen an, der auch, sagen wir, die Zwischentöne erkennt, um eben auch ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen diesen beiden Menschen herzustellen. Also da stelle ich mir auch so eine unglaublich aufregende Rolle vor, wenn man da sozusagen ja auch eine große Verantwortung mitbringt. Auch beim Übersetzen natürlich auch. Also beim Dolmetschen ganz klar, besonders wenn es um politische Fragen geht. Ich erinnere mich, einige von Ihnen sich vielleicht auch, als es um die Verträge ging, bei der Lockerung damals, was West-Berlin anging. Und dann weiß ich noch, da war die Frage, ob West-Berlin Bindungen hat an Westdeutschland oder Verbindungen. Ja, das war dann die deutsche Übersetzung aus dem Englischen, weiß nicht mehr, was da stand. Aber jedenfalls, da kommt es natürlich auf jede Nuance an. Also Krieg und Frieden hängen möglicherweise von solchen Nuancen ab. Ne? Aber natürlich gilt das Gleiche auch hier. Nur, weil ich ja sagte, jeder Originaltext oder jeden Originaltext nehme ich ja durch das Prisma meiner Persönlichkeit wahr. Und in diesem Fall einer literarisch oder sprachlich geprägten Persönlichkeit. Das heißt, ich kann nur das, was ich kann. Du kannst etwas ganz anderes und wirst dementsprechend denselben Text ganz anders übersetzen, ganz anders auffassen und deuten, aber auch übersetzen. Das heißt nicht, dass diese Texte alle unzuverlässig übersetzt würden, aber es heißt einfach nur, du wirst niemals, und das wurde ja ganz zu Anfang angesprochen, du wirst niemals das Original selbst lesen können. Es geht nicht. Das Original kann nur im Original gelesen werden. Und deswegen haben wir ja auch gerade, wenn die Urheberrechte frei werden, oft eine Flut, wirklich eine Flut, wo in einem Jahr 7 Neuübersetzungen eines Textes erscheinen, eine Flut von Neuübersetzungen. Und wenn man die jetzt alle vergleichen würde, was natürlich die Translationswissenschaftler sofort tun, dann wird man feststellen, keine dieser Übersetzungen gleicht der anderen. Also selbst bei ganz einfachen Sätzen wie er öffnete die Tür, weil ich könnte ja auch schreiben, er machte die Tür auf. Also mit anderen Worten, nichts ist gleich und jetzt kommt es nur darauf an, also wie gut diese Übersetzung in sich selbst funktioniert. Und deswegen halte ich es ja auch mit sowohl Walter Benjamin als auch Ortega y Gasset, die beide für meine Begriffe etwas sehr Interessantes geschrieben haben, wo sie sagen, die Übersetzung ist eine literarische Form sui generis, eigener Art. Als Beispiel, ein übersetzter Roman ist natürlich ein Roman, aber er ist daneben
ein eigenes literarisches Genre oder eine eigene literarische Form, eine Übersetzung. Das soll heißen, natürlich kann die Übersetzung ohne das Original nicht bestehen, aber das Original ist auch kein Original, wenn es keine Übersetzung gibt. Das Wort Original macht nur Sinn, wie man heute sagen würde, wenn es diese Übersetzung gibt. Und dann spricht der Walter Benjamin von der berühmten Nachreife des Originals, das sich sozusagen in allen seinen Übersetzungen weiter verwirklicht und nachreift und neue Potenzen entfaltet. Und das stimmt alles. Das ist richtig, weil wir, also die Übersetzenden ins Türkische, ins Deutsche, was weiß ich, wir sehen natürlich Aspekte an diesem Originalwerk, die möglicherweise der Originalautor überhaupt nicht wahrgenommen hat, die auch die Originalleser gar nicht wahrgenommen haben, weil sie doch durch einen sehr, sehr komplizierten, subtilen Vorgang gehen in dieser Übersetzerwerkstatt. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe mit Lutz Hübner über den heutigen Abend gesprochen, der konnte leider nicht kommen, der sagte aber auch, geht in die Richtung, wenn er ein Stück inszeniert eines fremdsprachigen Autors, liest er immer drei Übersetzungen. Ja. Der liest wirklich drei Übersetzungen, bevor er sich an die Inszenierung begibt, um sozusagen unterschiedlichen Fokus wahrzunehmen, die Übersetzer in das Stück einer Sprache, die er nicht beherrscht, überhaupt wahrnehmen zu können. Er ist geradezu angewiesen auf die Vielfalt der Übersetzung, ja, damit am Ende eine Inszenierung herauskommt, die spannend ist. Aber also nehmen wir mal Shakespeare, ich hatte es neulich schon angesprochen. Also wie lange ist der gute Mann tot? 4, 5 Jahrhunderte. Und sein Werk steht im Englischen, sozusagen unverrückbar. Jetzt kommen die ganzen Übersetzungen. Im Deutschen gibt es, sage ich mal, drei große Gesamtübersetzungen. Das wären also Schlegel-Tieck, das wäre Erich Fried, interessant. Und dann Frank Günther als letztes vor 3 Jahren, glaube ich, hatte diese Mammutarbeit abgeschlossen. Das heißt, und dann gibt es natürlich Einzelübersetzungen einzelner Stücke. Das heißt, jeder Regisseur, jede Regisseurin kann sich aussuchen, was passt für seine oder ihre Zwecke am besten. Aber das Interessante ist eben, wir im Deutschen haben diese Gelegenheit, die armen Engländer haben diese Gelegenheit nicht. Sie müssen mit Shakespeare Vorlieb nehmen. Okay. Spannender Gedanke. Ne? Ich wollte nur noch ein Zitat anführen, das hatte ich neulich schon mal gesagt. Harry Rowold, ebenfalls Übersetzer, sagte und eben, lesen Sie das Original, lesen Sie die Übersetzung im Original, geht viel verloren. Ja, sehr schön. Ja, was mir bei der Antike anfängt, ich meine, der Klassiker war ja sozusagen das schöne hebräische Wort Alma, also die junge Frau, und was aus der jungen Frau bei verschiedenen Übersetzungen der Bibel am Ende rausgekommen ist, wissen wir. Wobei ich mir natürlich die Frage stelle, ist das gewollt, diese, oder ist es nicht gewollt? Weil natürlich das Mysterium einer heiligen Jungfrau natürlich etwas völlig anders ist als eine normale junge Frau. Also nicht, da ist die Frage sozusagen, inwiefern ist dann auch so eine bewusste Steuerung im Übersetzungsprozess, weil man eine bestimmte Wahrnehmung erzielen will. Das gibt es natürlich beides, unbewusste und bewusste Steuerung. Gerade dieses Beispiel, also keine Übersetzung ist ideologiefrei. Ich schleppe ja meine eigenen Ideologien mit mir herum. Und genauso damals, man darf nicht vergessen, es gab ja dann, was das Christentum betrifft, einen griechischen Einfluss, besonders durch den heiligen Johannes. Und das heißt, dieser Jungfräulichkeitsmythos im Christentum hat natürlich seine griechischen Vorbilder. Und deswegen könnte man vermuten, dass es eben auch eine bewusste Steuerung war. Ein anderes Beispiel, wir alle denken, der Sündenfall passierte wegen eines Apfels. Weil in der lateinischen Bibelübersetzung heißt es, ich glaube, Malus. Und Malus heißt das Böse, es heißt aber auch der Apfel. Es war vielleicht eine ganz, ganz andere Frucht, aber plötzlich verselbstständigt sich das und wird selber zum Mythos und wird eben in alle Winkel der Erde getragen und plötzlich denken alle, das mit dem Apfel hätte sie sein lassen sollen, weil es ein Apfel war. Also es ist eine richtige Schwierigkeit, also ich will das auch betonen, weil ich tue also natürlich so ein bisschen unschuldig, ja, ich, das Prisma und der Habitus und so. Nein, natürlich sind wir alle nicht ideologiefrei, wir leben in Gesellschaften, ich bin beeinflusst, ich bin aufgewachsen, ich bin erzogen worden und so weiter und so weiter. Und das fließt natürlich alles ein, deswegen gibt es natürlich auch eben in der Theorie Bestrebungen, diese
wie sagt man da, da gibt es ein Wort, Substrate herauszuarbeiten. Was beeinflusst uns? Nur mal als ein Beispiel in der heutigen Diskussion. Ich bin alt, ich bin weiß, ich bin ein Mann. Das ist eine Schwierigkeit, erst recht in einem Beruf, der vorwiegend von Frauen betrieben wird. Also etwa 80% der Literaturübersetzer sind Übersetzerinnen. So, und jetzt kommt schon die Frage auf, darf ich als dieser alte weiße Mann, jetzt sage ich mal junge, schwarze und auch noch straight Mann, junge, schwarze, lesbische und so weiter Frauen übersetzen. Und natürlich muss ich das alles berücksichtigen. Was könnte mich und meine Deutung beeinflussen, meistens ohne, dass ich mir dessen bewusst bin, aber vielleicht denke ich auch manchmal so, jetzt hau ich derbe eine rein. Also es ist schwierig. Ja. Nichts ist frei. Also it'll be frei. Fällt mir gerade ein, wo du sagst mit Griechen und der Jungfräulichkeit der Geburt, soweit ich mich jetzt gerade erinnere, Alexander der Große wurde auch, oder wurde im Mythos, wurde er auch von einer Jungfrau geboren. Offenbar ist diese Idee einer besonders herausragenden männlichen Persönlichkeit auf diese Form der Vorstellung einer solchen Geburt gebunden. Also ja. Von daher wäre es da genau an der Stelle auch angesiedelt. Nicht um die Frage, hat er, der Übersetzer, war es für den im Moment völlig klar, dass er von einer Jungfrau reden muss, weil eben diese Persönlichkeit eine solche Erhöhung erfahren soll. Also das ist so nicht die Grenze zwischen bewusst gesteuert oder unbewusst, rein ist ja auch fließend, nehme ich an. Ne? Ja. Sag mal, wenn es um die Frage geht, welche Autoren sind denn eigentlich die, wir haben ja schon einige genannt, an die du besonders Freude und so viel Spaß auch angehst, sagst du, das ist oder eine Herausforderung darstellt. Ne? Was wäre sozusagen so ein Autor aus diesem, was du bis jetzt an Übersetzung gemacht hast, wo du sagst, boah, das hat mir besonders viel Spaß gemacht? Naja, also vorhin wurde der Thackeray erwähnt mit dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, war aber eben eine große Aufgabe wegen des Umfangs. Dann habe ich sehr, sehr gerne übersetzt Oscar Wilde, die Märchen, von denen es ungefähr, ich sag mal, 20 Übersetzungen ins Deutsche gibt. Und dann aber eine Irin, eine irische Autorin, die mir sehr, sehr gut gefällt. Sie ist eine Erzählerin, 1917 geboren und 1995, glaube ich, gestorben. Wenn ich sage Erzählerin, sie schreibt also nur Kurzgeschichten oder hat nur Kurzgeschichten geschrieben. Und die hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie in diesen Geschichten einen sehr, sehr unbestechlichen Blick auf Paarbeziehungen richtet. Also in, sagen wir mal, 10, 15 ihrer Geschichten. Es gibt auch noch andere über Kindheit und so weiter. Wie bitte? Maeve Brennan ist der Name. Und was ich auch noch faszinierend fand, dass sie über diese Paare, es gibt zwei davon, schreibt, immer im Abstand von 1, 2, 3 Jahren, also über einen langen Zeitraum hinweg, bis sie, sage ich mal, 5 oder 6 Geschichten über dieses eine Paar beisammen hat. Und sie fängt auch nicht vorne an und hört hinten auf, sondern sie greift sich eine Episode heraus und 3 Jahre später nimmt sie den Faden auf und schreibt eine ganz andere Episode. Und wenn du sagst, also eine Autorin oder ein Autor, die mir gefallen. Gleichzeitig, es gibt ja manchmal im Leben so kleine Momente, wo man einen gewissen Stolz verspürt und diesen verspüre ich eben auch bei dieser Maeve Brennan, weil es mir gelungen ist, nicht nur einen deutschen Verlag für sie zu finden, sondern auch eine Gesamtausgabe in 2 Bänden, so viel hat sie nicht geschrieben, eine Gesamtausgabe in 2 Bänden herauszugeben. Und ich glaube, weltweit ist es auch, was die englische Sprache angeht, die einzige dieser Art. Und da denke ich, da ist was gelungen. Mhm. Und ich will heute, weil ja wenig Zeit ist, nur eine ganz kurze Skizze lesen aus einer dieser Paarbeziehungsgeschichten. Es gibt also einmal das Paar Mr. und Mrs. Durden und dann gibt es das Paar Mr. und Mrs. Danke. Ich muss immer Sie anschauen, weil Sie ist Maeve Brennan Spezialistin. Ich habe den Text extra für Sie ausgewählt. Mr. und Mrs. Baggett.
Die haben es etwas leichter, die haben nämlich zwei Kinder, zwei Töchter, die haben einen Hund und sie haben zwei Katzen und das lockert die Familienatmosphäre etwas auf. Aber ansonsten, wenn ich sage unbestechlich, kann ich auch sagen gnadenlos oder unbarmherzig, aber dies hier ist eine hoffnungsvolle Geschichte, denn wo ist sie? Hier muss sie sein. Denn es zeigt ein Familientableau, das sehr, sehr tröstlich ist, finde ich. Und das gibt es ja selten. Der Teppich mit den großen pinkfarbenen Rosen. Der beige Teppich mit den großen pinkfarbenen Rosen im vorderen Wohnzimmer war aufgerollt, durch die Diele und die Küche in den Garten geschleift und auf dem Rasen ausgebreitet worden, wo er jetzt von einer kleinen Frau, die eine unvorteilhaft strenge Miene zur Schau trug, ausgeklopft und abgebürstet wurde. Diese Frau war Mrs. Baggett. Sie fand es komisch, dass sich ihre beiden Kinder, die eigentlich an der frischen Luft sein sollten, im Haus aufhielten, während der Teppich draußen im Garten lag und die frische Luft genoss. Der Teppich wurde gelüftet, weil gerade eine anhaltende Schönwetterperiode herrschte. Wir sind in Irland, ja? Seit fast 2 Wochen hatte es nicht geregnet und das Gras war sehr trocken. Es brauchte Wasser und würde es, wenn es erst einmal vom Teppich niedergedrückt war, mehr denn je brauchen. Aber das Gras war so trocken, dass dem Teppich nichts passieren konnte. Es würde keine feuchten Flecken geben. Der Teppich würde unversehrt bleiben und das Gras wäre gerettet. Obwohl gerettet ein zu starkes Wort war, die Gefahr, dass er je verdorrte, bestand ja nicht. Das Gras würde sich schon wieder erholen. Jetzt jedenfalls sah der Teppich sehr schön aus, so als sei das wahre Fundament des Gartens bloßgelegt. Eine Fülle pinkfarbener Rosen. Lily Baggett, 7 Jahre alt, hatte schulfrei, da eine der Nonnen verstorben war. Lily wollte in den Garten hinaus sich auf den Teppich setzen und auf Reisen gehen. Aber Mrs. Baggett hatte Nein gesagt. Der Teppich lag im Garten, um ausgeklopft zu werden, nicht um als Sitzfläche oder als Spielplatz zu dienen. Aber sich auf den Teppich zu setzen und auf Reisen zu gehen, das hätte auch Mrs. Baggett gefallen. Selbst wenn sie Lily gegenüber nicht zugab, dass sie genauso dachte wie sie. Die beiden Kinder und Benny, den Hund, auf den Teppich zu setzen, gemeinsam auf Reisen zu gehen und einfach zu verschwinden, selbst wenn es nur für den Nachmittag oder für einen Teil des Nachmittags wäre. Eine kleine Weile zu verschwinden würde niemandem schaden. Und es wäre sehr erholsam, einmal aus dem Haus zu kommen, ohne dass man durch die Vordertür trat und sich dem Zeremoniell unterzog, die Straße entlang zu gehen, wo einen jeder sehen konnte. Aber über diesen Träumereien vernachlässigte sie ihre Arbeit. Schade, dass Lily im Haus eingesperrt war. Doch das ließ sich nun einmal nicht ändern. Sobald der Teppich wieder auf dem Fußboden lag, konnte Lily hinaus. In der Zwischenzeit war sie oben im Schlafzimmer vollauf mit Margaret beschäftigt. Margaret, die 5 Jahre alt war, lag mit einer Erkältung zu Bett. Margaret neigte dazu, sich einsam zu fühlen, wenn sie allein gelassen wurde. Und wenn sie einsam war, dann schrie sie gellend. Solange Lily bei ihr war, mit ihr schwatzte und sie herumkommandierte, hatte sie keine Veranlassung zu schreien. Der Goldregen hinter Mrs. Baggett stand in voller Blüte. Wenn man ihn so sah, konnte man meinen, die einzig wahre Farbe sei gelb. Irgendetwas, vielleicht eine übergewichtige Biene oder ein anderes störendes Insekt, bewirkte, dass eine der gelben Blüten abfiel. Sie trudelte unschlüssig auf den Teppich hinab, wo sie auf dem verblichenen grünen Stiel einer der Rosen in der Mitte zur Ruhe kam. Mrs. Baggett streckte die Hand aus, um das kleine Opfer vor dem Staub und vor ihrer eigenen Heftigkeit zu schützen. Aber dann stand sie doch lieber auf, um ihren Rücken zu schonen. Ich glaube, das kennen Sie alle. Ah, wie wohltuend, dieses Ziehen in ihrem Rücken, als sie sich aufrichtete. Sie war müde. Sie merkte es daran, wie sehr sie ihren Rücken spürte. Das bildete sie sich nicht ein.
Vielleicht bildete sie es sich ein, aber ihr Rücken sagte die Wahrheit. Und was sagte ihr Rücken? Dass sie müde war. Es war befriedigend zu fühlen, wie ihre Muskeln sich entspannten und wie sie versuchten, ihre alte Form wiederzufinden. Sie achtete auf ihre Klagen und bemitleidete sie fast ein wenig. Sie sollte sich mal so richtig dehnen. Sie hätte sich gern gestreckt, die Arme gereckt, all die Mattigkeit aus ihrem Körper hinausgedehnt. Aber damit konnte sie wohl schwerlich hier draußen im Garten anfangen. Mrs. Finn von nebenan würde denken, ihr fehle etwas. Sie würde zur Mauer gelaufen kommen, ihre Gärten trennten und mit lauter Stimme von Krankheiten und schlimmen Symptomen faseln. Mrs. Bucket wusste, dass es am besten wäre, in die Küche zu gehen, sich kurz hinzusetzen, dann gleich wieder hinauszugehen und die Arbeit rasch zu beenden. Dennoch blieb sie in dem milden Sonnenlicht stehen, während der Goldregen hinter ihrem Kopf einen dunkelgelben Schatten warf. Der Gedanke daran, sich zu dehnen und sich auszuruhen, hatte alle Wörter verscheucht, bis auf das eine. Schlaf. Schlaf. Ihr Kopf war voll davon. Es breitete sich in ihr aus und trübte ihre Gedanken. Und sie fragte sich, wie ein einziges Wort, Schlaf, so deutlich und gleichzeitig so undeutlich sein konnte wie eine Schrift am Himmel. Sie ging auf das nur wenige Schritte entfernte Haus zu. Der Zementstreifen zwischen Rasen und Hausmauer sah gefegt und sauber aus. Das war passiert, als sie den Teppich darüber hinweggeschleift hatte. Sie eilte durch die Küche und durch die Diele. Die Kinder hatten zu lange keinen Mucks mehr von sich gegeben. Gerade wollte sie die Treppe hinaufgehen, als sie aus dem vorderen Wohnzimmer ein Geräusch vernahm. Natürlich, Lilly. Lilly, die nie das tat, was man ihr auftrug. Lilly lag mit dem Gesicht nach unten auf dem nackten Holzfußboden. Sie versuchte, durch die Dielenritzen zu spähen. Erst kniff sie das eine Auge zu, dann das andere und schließlich versuchte sie, noch deutlicher zu sehen, indem sie die Hände auf beiden Seiten ihres Gesichts zu Scheuklappen formte. Sie sah zu ihrer Mutter auf und ihr Blick verriet, dass sie kampfbereit war. »Lilly, ich dachte, du wärst oben«, sagte Mrs. Bucket. Aber dann verstummte sie. Schließlich kam es nicht oft vor, dass Lilly schulfrei hatte. »Schon gut, Lilly, ich bin dir nicht böse, ich bin gar nichts. Ich will nur nicht, dass du ganz allein hier unten bist. Und wieso versuchst du, durch den Fußboden zu gucken?« Es war eine einfache Geschichte, rasch erzählt. Lilly hatte 2 Pennymünzen geschenkt bekommen, die sicher und außerhalb ihrer Reichweite auf dem Kaminsims im hinteren Wohnzimmer verwahrt worden waren. Aber dann war es ihr doch gelungen, an sie heranzukommen. Sie hatte eine der beiden Münzen genommen und in eine Dielenritze gesteckt und plötzlich war die Münze hineingerutscht und verschwunden. Dabei hatte Lilly doch nur ausprobieren wollen, ob die Münze zwischen die Dielenbretter passte. »Vermutlich bin ich daran schuld«, sagte Mrs. Bucket. »Ich hätte dir eine der beiden überlassen sollen, dann wärst du nicht so neugierig gewesen. Den Penny wirst du jedenfalls nie wiedersehen. Der ist für immer weg. Naja, macht nichts. Das ist schon mal vorgekommen und wird auch wieder vorkommen. Wir waren kaum hier eingezogen, als mir ein Sixpence-Stück verloren ging. Es ist mir aus der Hand gefallen und dort drüben hingerollt. Fast hätte ich es rausgefischt, aber dann war es weg. Unterm Haus begraben. Das Fundament des Hauses ist bestimmt aus Geld.« »Wann kriegen wir es wieder?«, fragte Lilly. »Ach, woher soll ich das wissen? Dazu müsste man die Dielen hochnehmen. Du stellst zu viele Fragen. Willst du nun hierbleiben oder mit mir raufgehen?« »Du stellst so viele Fragen«, antwortete Lilly. »Ich gehe mit dir rauf.« Das Fenster des hinteren Schlafzimmers, in dem Margaret lag, blickte auf den Garten und jenseits des Gartens auf die Anlagen des Tennisclubs und dahinter, allerdings in allzu weiter Ferne, als dass man sie hätte sehen können, lagen die Hügel von Dublin. »Der Teppich macht den Garten schöner«, dachte Mrs. Bucket. »Teppich und Goldregen ergaben zusammen ein Bild.« Sie wurde wieder müde. Es war wirklich albern. Womöglich würde es lange keinen solchen Tag mehr geben und sie dachte an nichts anderes, als ihn mit Schlafen zu vergeuden. Der Teppich dort unten auf dem Rasen wirkte so einladend. Jetzt wäre es genau das Richtige, sich darauf zu legen und an der frischen Luft vor sich hin zu träumen, nicht zu schlafen. Sie beneidete Leute, die sich die Freiheit nahmen, zu tun, was ihnen beliebte, ohne sich befangen zu fühlen oder sich zu schämen. Es gab eine Menge Frauen, die sich auf den Rasen oder auf den Teppich legen und deswegen nicht geringer von sich denken oder danach fragen würden, was andere von ihnen hielten. Mrs. Bucket wünschte, sie könnte auch so sein. Beneidenswert, diese Leute. Sie zog das Rollo herab und das helle Zimmer wurde dunkel.
ein dunkles Blau. Dann ging sie wieder zu dem großen Messingbett, das Lily und Margaret sich teilten. Das Bett war mit einer rot-weiß-rosa Patchwork-Decke bedeckt, die zu beiden Seiten auf den Fußboden herabhing. Margaret saß, vom Kopfkissen gestützt, aufrecht im Bett. Und dicht neben ihr hatten sich behaglich zwei Katzen zusammengerollt. Die eine orangefarben, die andere schwarz. Zu ihren Füßen hatte sich Benny, der weiße Rauhaarterrier, auf die Seite gelegt. Mit dem einen Lauf hielt er wohlweislich sein Auge bedeckt, wedelte aber hoffnungsfroh mit dem Schwanz. Die Katzen, wachsam und mit offenen Augen, rührten sich nicht. Rupert, der große orangefarbene Kater, schnurrte laut und rhythmisch. Das war seine einzige Fertigkeit und er war stolz darauf. Er hörte nie auf zu schnurren. Freunde, Fremde und Möbelstücke schnurrte er gleichermaßen an. Heute Morgen erst hatte er sich schnurrend an einen der dünnen Äste des Goldregens geschmiegt und selbst dann noch geschnurrt, als er das Gleichgewicht verlor und wie ein Tölpel an den Vorderpfoten dahing, während er überlegte, ob er sich nun aufs Gras fallen lassen oder versuchen sollte, auf seinen Ausguck zurückzuklettern. Er schnurrte für sein Leben gern und niemand wusste, ob er nun wahrhaft blöde oder wahrhaft liebenswürdig war. Margaret hatte die Hand auf seine Rippen gelegt, wo sie das Schnurren spürte. Die andere Hand ruhte auf Minnies dürren schwarzen Rippen. Minnies Schnurren war gedämpft und absichtsvoll. Sie schnurrte nur, wenn sie glücklich war. Auch jetzt schnurrte sie, aber dessen konnte sich nur Margaret sicher sein. »Lass sie bei mir bleiben«, bat Margaret ihre Mutter. »Heute sind sie doch ganz brav.« »Sie dürfen ja bleiben«, antwortete Mrs. Bucket. »Wenn ich sie nach unten bringe, laufen sie nur hinaus und kratzen mir die Rosen aus dem Teppich. Und Benny darf auch bleiben. Wenn der den Teppich draußen sieht, wird er versuchen, ihn wieder ins Haus zu schleifen. Aber jetzt musst du dich hinlegen und schlafen. Mach die Augen zu.« Lily lachte. »Das würde ich gern sehen, wie Benny den Teppich ins Haus schleppt«, meinte sie. Margaret schlief auf der linken Seite des Bettes. Lilys Platz war auf der rechten, zur Tür hin. Als Mrs. Bucket das zusätzliche Kissen hinter Margaret hervorzog, beugte sie sich vor und küsste sie. Und dann küsste sie sie ein zweites Mal. Margaret blickte zu ihr auf, als würden sie voneinander Abschied nehmen. Margaret wehrte sich immer bis zur letzten Minute gegen den Schlaf. Sie flüsterte gegen ihn an, flüsterte von ihren Ängsten und von ihren Sehnsüchten, als hoffte sie, der Schlaf möge sie erhören und sie verschonen, weil sie so interessante Dinge zu erzählen wusste. Auch jetzt wieder flüsterte sie, und ihre Stimme übertönte gerade eben Ruperts emsiges Schnurren. »Bleib bei mir«, flüsterte sie. »Geh nicht weg, bleib bei mir.« Mrs. Bucket lächelte ihr zu, und dann sah sie auf und lächelte Lily zu. »Ach, wie raffiniert die wieder ist«, sagte Lily. »Richtig raffiniert.« »Margaret, ich kann nicht bleiben«, sagte Mrs. Bucket. »Ich muss wieder nach unten und den Teppich fertig klopfen.« Sie ging ums Bett herum und blieb auf der anderen Seite stehen bei der geöffneten Tür. »Jetzt wirst du aber einschlafen, nicht wahr?«, sagte sie. »Bleib bei mir«, flüsterte Margaret. »Nur eine Minute. Nur für eine Minute bleib bei mir. Geh nicht weg. Nur eine Minute bleib bei mir. Dann schlafe ich ein.« »Ach, Margaret«, sagte Mrs. Bucket, setzte sich auf die Bettkante und strich Margaret die Haare aus der Stirn. Dann fing sie an zu gähnen. Sie wandte sich von dem Kind ab und vergrub ihr Gesicht in Lilys Kopfkissen, bis sie sich ausgegähnt hatte. Das Kopfkissen war weich. Sie drückte ihr Gesicht hinein, zog die Beine aufs Bett und streckte sich aus. »Ach, ist das schön«, sagte sie und streifte ihre Schuhe ab, erst den einen, dann den anderen. »Stellst du meine Schuhe auf den Boden, Lily?«, fragte sie. »Ich bleibe einen Moment liegen, bis Margaret eingeschlafen ist.« Lily nahm die Schuhe und stellte sie auf den Boden. Dann richtete sie sich auf und blickte auf ihre Mutter hinab. »Im Bett wirkst du ganz flach«, meinte sie. »Pass auf, dass ich nicht einschlafe, Lily«, sagte Mrs. Bucket. »Mutter, darf ich dir noch eine Frage stellen?« »Was denn, Lily?« »Wenn das Haus in die Luft fliegt, kommen wir dann an das Geld ran?« »An was für Geld? Wovon redest du?« »An das Geld, das unten unter den Dielen liegt.« »Das Haus wird nicht in die Luft fliegen. So was darfst du gar nicht denken. Aber es könnte doch in die Luft fliegen, oder? Es könnte in die Luft fliegen.« »Es könnte, aber es wird nicht. Jetzt hör auf zu reden und lass Margaret schlafen.« »Warum nicht?« »Das Haus kann deswegen nicht in die Luft fliegen, weil wir darin wohnen.« »Jetzt lass gut sein, Lily. Ich will, dass Margaret schläft.« »Wenn wir nach unten gehen, habe ich noch eine Frage«, sagte Lily.
Mrs. Baggett spürte, wie ihre Arme und Beine im Bett versanken, als wollten sie sie dort festhalten, wie sie langsam in weicher Wohligkeit versanken. Dann spürte sie, wie auch ihr Rücken versank. Und danach begannen ihre Schultern sich zu lockern, nur ihr Kopf lag nicht bequem. Ihre Haare waren im Weg und sie hob den Arm von den Augen, zog die Haarnadeln heraus und bettete ihre Haare auf das Kopfkissen, wo sie sich schläfrig lösten und sie ihrer vollen Länge auseinanderfielen. »Hoffentlich kommt niemand an die Tür«, sagte Mrs. Baggett. »Die würden mich für verrückt erklären, mir mitten am Tag die Haare aufzumachen.« »Vielleicht kommt ja niemand«, sagte Lily. »Gib mir Bescheid, wenn Margaret eingeschlafen ist«, sagte Mrs. Baggett. »Dann stehe ich auf. Und pass auf, dass ich nicht einschlafe, Lily.« Margaret war längst eingeschlafen. Sie schlief tief und fest. Und dann dämmerte auch Mrs. Baggett weg. Ehe sie sich versah, war sie eingenickt. Margaret schlummerte, den rechten Arm neben ihrer orangefarbenen Lieblingskatze ausgestreckt. Auch Benny döste. Minnie, die ahnte, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging, tappte quer übers Bett und schmiegte sich selig in Mrs. Baggetts langes braunes Haar, das schönste Nest, das sie kannte. Sie alle ruhten in tiefer Geborgenheit. Im Haus war kein Laut zu hören. Niemand kam an die Tür. Niemand sah sie. Wie sie dort alle miteinander im Bett lagen, mochten sie ebenso gut unsichtbar sein oder verzaubert oder, was sie ja einstweilen auch waren, völlig vergessen. Lilly saß draußen im Garten auf dem Teppich und reiste unverzüglich nach Paris. Von Paris aus flog sie nach Spanien, wo sie hoch oben in der Luft schwebend zögerte. Sie versuchte, sich an den Namen der spanischen Hauptstadt zu erinnern. Vor lauter Anstrengung legte sie sich hin. Und wie sie so mit geschlossenen Augen dalag, machte der Teppich kehrt und segelte nach Hause, zurück in den Garten, wo er sich wieder auf dem Rasen ausbreitete und genauso aussah wie zuvor, als der Gedanke an Schlaf Mrs. Baggett sanft ins Haus gelockt hatte, in das Haus, das in die Luft fliegen konnte, aber niemals in die Luft fliegen würde. Niemals. Niemals. Dieses Haus würde niemals in die Luft fliegen. Als jemand, der Irland auch mag, sehe ich, also scheint durch diesen Text dieser wunderbare irische Humor durch. Also man hört es für mich. Abgesehen davon, dass es eine ganz großartige kleine Geschichte ist, was war bei der Übersetzung jetzt das Spannende, die Herausforderung, das, was dich da so angetriggert hat? Also das. Also ich würde jetzt sagen, die übersetzerischen Herausforderungen waren gar nicht so groß, außer man muss verschiedene Wörter für Einschlafen finden. Ne? aber ich sage mal, die Gesamtkomposition, ich hatte ja vorhin gesagt, also ja. Diese Ausgabe ist ja sozusagen von mir verantwortet. Mhm. Und ich habe also versucht, diese Paargeschichten, darunter eben auch die über dieses Paar, Mr. und Mrs. Baggett, so neu zu ordnen, dass wir als deutsche Leser und Leserinnen die Entwicklung der Figuren haben. Also das heißt, obwohl die Autorin chronologisch gesehen alles durcheinander geschrieben hat, wollte ich eine Art Abfolge, sodass eigentlich diese jeweils 5 oder 6 Geschichten eine Art Roman in Episoden darstellen. Und das war das Wichtige, weil ich habe Ihnen jetzt eine sehr positive Geschichte, eine sehr optimistische Geschichte, eine Geschichte mit über Sehnsucht nach Schlaf und Ruhe. Und Sie merken ja schon, es gab ja immer die Angst vor den Nachbarn, ne, und wie man wahrgenommen wird von den anderen. Das ist eine Angst, die Mrs. Baggett sozusagen Tag aus, Tag ein umtreibt. Also diese positive Geschichte bettet sich ja ein in welche, wo man merkt, es liegt doch sehr vieles im Argen. Wie gesagt, bei diesem Paar abgefedert durch zusätzliche Personen und Tiere. Bei dem ersten Paar, da geht es ums Ganze und aufs Ganze. Und das Interessante bei dieser Autorin ist, finde ich, jetzt, weil ich ja auch Mann bin und die Autorin ist eine Frau,
dass sie die Perspektive jeweils des Mannes und der Frau einnimmt. Nicht, dass eine und dieselbe Szene aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert wird, aber wir sehen, also meinetwegen Mrs. Baggett empfindet dieses und jenes. Dann kommt die nächste Geschichte und ihr Mann kommt nach Hause und sagt, was ist denn hier los? Und das heißt, es ist eine Objektivierung gewissermaßen seitens der Autorin, ja, in dem Sinne, alle Gefühle, auch wenn es um Machtverhältnisse in Beziehungen geht, aber alle Gefühle sind erst einmal für bare Münze zu nehmen. Alle Gefühle sind gültig. Wissen Sie ungefähr, was ich meine? Also es geht jetzt nicht darum, zum Beispiel jetzt irgendjemandem die Schuld zu... Also alle diese Leute sind schuldig, wie sie sich nicht umeinander kümmern. Also jetzt die Erwachsenen, die Männer und Frauen. Aber trotzdem werden sie gezeigt in ihrer Gesamtpersönlichkeit und wie sie vielleicht zu dem geworden sind, was sie geworden sind. Das heißt, es findet keine Verurteilung seitens der Autorin statt, sondern sie beschreibt ganz nüchtern, ganz neutral, was da vor sich geht. Und ich kann Ihnen sagen, im Alltag, es kann Entsetzliches vor sich gehen. Ja, also man spürt, mit wie viel Enthusiasmus du auch so an die an Texte gehst, wie du einsteigst, wie du herangehst. Meine Frage ist, wie kam es eigentlich dazu, dass Hans-Christian Oeser Übersetzer wurde? Wann gab es da irgendeinen Moment, wo du sagst, wo du jetzt erinnerst, hast, das war jetzt etwas, wo ich sage, also das war der Punkt, so auf No Return, also wo klar war, Point of No Return, als klar war, das ist es jetzt. Und wenn, gleich anschließend die Frage, warum ist es das Englische geworden? Und es hätte ja genauso der Spaß am Übersetzen sich in eine andere Sprache leiten können. Aber da gibt es sicherlich biografische... Ja, da gibt es natürlich genau biografische Gründe. Also ich bin ja eigentlich, das ist ganz wichtig, kein Anglist. Ich habe nie Anglistik studiert. Englisch war mein schlechtestes Schulfach. Ich war Germanist. Ich habe Germanistik studiert und wusste, ich weiß nicht, ich habe hier... Klassenkameraden sitzen. Wir mussten damals, Frittes Gymnasium Kassel, der Zeitung Hessische Nachrichten oder wie das hieß, gegenüber angeben, was wir werden wollten. Und bei mir stand nur Germanistik. Ich wusste, ich wollte irgendwas mit Literatur machen. Am Ende ist es dann ein Lehrerstudium geworden. So, aber dieses Lehrerstudium beinhaltete, beziehungsweise nicht das Studium selbst, sondern anschließend ging ich für ein Jahr nach, oder für ein Schuljahr nach England. Und in England besuchte ich einen Englischsprachkurs, der war hervorragend, von einem Nordiren mit dem makellosesten Englisch, das Sie sich vorstellen können. Der war so gut, dass von den anfangs 25 Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Ende nur noch zwei Deutsche übrig blieben und dann nur noch ich. Aber das heißt, ich habe doppelt und dreifach profitiert. Also da entwickelte sich sozusagen mein Englisch. So. Dann muss man sich vorstellen, es war das Jahr 1977, und 78, der deutsche heiße Herbst, und viele Dinge politischer Natur veränderten sich doch relativ schnell. Sie wissen alle, die einen optierten für den Terror, die anderen für den langen Marsch durch die Institutionen. Jedenfalls mit der großen revolutionären Umwandlung der Gesellschaft war nichts. Und in England stieß ich auf ein Gedicht eines, kann man sagen, politischen Lyrikers, aber nicht nur politischen Lyrikers, Adrian Mitchell. Und das hieß Revolution. Und da schreibt er ungefähr, also so wie wir uns das vorstellen, als Strategen und Politiker und ich weiß nicht was, so wird die Revolution sowieso niemals stattfinden. Und das war ein ganz kleines, hübsches Gedicht, das übersetzte ich, weil es mir gefallen hatte, und schickte es an eine Berliner Zeitschrift namens Spuren, die von ehemaligen KPD, also jetzt muss ich sagen, die studentische KPD, von ehemaligen KPD-Leuten gemacht wurde, und die druckten das ab. Und ich dachte, hey, ich habe was gemacht und die drucken das ab. Das könnte ich doch gleich nochmal versuchen. Und habe das dann gemacht. Das ging also erstmal nur um Gedichte. Und dann war es so, dann ging ich nach Berlin zurück und machte eben das Lehrerreferendariat
Und fing dann aber an, also ich knüpfte Kontakt über meine Schwester, über meine große Schwester, zum Reklamverlag und sagte, kann ich nicht mal irgendwas für Sie übersetzen? Ich meine, ich hatte nichts vorzuweisen. Es war nur in diesem Fall der Name meiner Schwester. Da war ein sehr aufgeschlossener Lektor und der sagte, na dann machen Sie doch mal. Was wollen Sie denn machen? Da sagte ich, Thomas Hardy. Und da sagte der, nee, das ist zu schwer. Machen Sie mal eine kleine Sherlock-Holmes-Geschichte von Arthur Conan Doyle. Und es gab da gerade neu die orangene Reihe bei Reklamen zweisprachig. Ne? Habe ich das gemacht und ich muss sagen, zu meiner großen Schande, es wimmelte von Fehlern, die er aber auch nicht gemerkt hatte. Das haben wir dann erst bei späteren Auflagen ausmerzen können. Also wie auch immer. Und dann kam ich so bei Reklamen in die Gänge und dachte aber, man kann ja nicht bei einem einzigen Verlag bleiben. Und hatte dann mir vorgenommen, einen eigenen persönlichen 5-Jahres-Plan. In 5 Jahren muss ich das irgendwie ausbauen, weil, und jetzt kommt die pragmatische Frage, ich bin dann nach Dublin gegangen, an die Universität, und nach 3 Jahren war es beendet, ein sogenanntes Lektorat. Und dann bewarb ich mich überall, aber nichts passierte. Das heißt, ich musste mir in der Tat irgendwie überlegen, könnte ich mich auf eigene Beine stellen, als Selbstständiger eben Übersetzer werden, und zwar dann doch eben auch Literaturübersetzer, auch wenn es bei Reklam dann erstmal mit Sachbüchern weiterging. Also wirklich interessante Sachbücher über die Wikinger, über das römische Italien, ein Lexikon der Päpste. Gott hat mir dabei geholfen, er selbst, wirklich, obwohl dann in einer Kritik zu lesen war, Herr Oeser mag ja ein guter Anglist sein, was ich nicht war und bin, aber er ist kein guter Theologe. Weil ich 2, 3 Termini nicht richtig übersetzt hatte. Aber ich meine, 500 Seiten Werk, ich bitte Sie. Na gut, und dann aber kam es eben kurz vor Ablauf dieser 5-Jahres-Frist zu einem Auftrag von einem anderen Verlag und dann ging es so relativ schnell weiter. Und jetzt muss ich sagen, ja, ich bin mit Leidenschaft bei der Sache, ich liebe diesen Beruf, auch wenn er schlecht bezahlt wird und auch wenn er viel Stress bedeutet, weil man natürlich dauernd unter diesem Abgabedruck leidet und vor allen Dingen die Dinge beschleunigen sich, wie alles andere in dieser Welt. Auch die Verlagsprogramme und die Erscheinungstermine, alles geht immer schneller und das Buch muss möglichst noch, bevor das Original herauskommt, vorliegen, weil ja die Deutschen so gut Englisch können und dann kaufen sie die englischen Bücher statt der deutschen. Also es sind alles Probleme, aber ja, Leidenschaft und Liebe. Also, ich hatte es ja ganz zu Anfang gesagt, wenn man ein bisschen langsamer machen könnte und vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte, vielleicht ein Gedicht in der Woche, das wäre doch mal was. Statt eben ein halbes Buch, sage ich jetzt mal. Okay. Moderne Zeiten verändert die Möglichkeit mit Übersetzungsprogrammen, die jetzt inzwischen ja sehr ausgefeilt sind. Also ich habe zum Beispiel DeepL ist so eins, was ja auch, wenn man das nutzt, dann auch Möglichkeiten, wenn man es liest und denkt, es stimmt, aber es stimmt nicht, dann bietet es 10 Möglichkeiten an, das auch noch zu verändern. Ja. Bis hin zu KI, ich habe einen Spaß gemacht, habe meine KI mal gefragt, ich möchte ein Gedicht über den Sommer im Stile von Rilke. Und dann fing das Ding an zu schreiben, heraus kam etwas, wo ich sage, naja, aber es war sozusagen, die Essenz war wiederzuerkennen, weil es klar, die Maschine arbeitet dann halt so. Aber verändert sozusagen das auch den Beruf des, also letztens hatten wir einen Gast hier, der macht Coaching zum Schreiben von Liedern, also bei dem kann man Lieder machen lernen und der sagte auch ganz frei, naja, also Gerüste werden schon mit solchen neuen Technologien geschaffen, an denen man dann also feilt, aber nichtsdestotrotz erspart es also an einem bestimmten Punkt etwas, wo ich die Kreativität anders einsetzen will. Gibt es das bei euch auch? Das ist ein ganz großes Problem, mit dem wir alle konfrontiert sind. Die Pessimisten sagen, in 10 Jahren werden wir als sogenannte Humantranslatoren abgelöst werden. Ich weiß nicht, ob es bei der Literatur wirklich so schnell geht, aber die Gefahr besteht. Weil in der Tat, es ist ja wie alles eine Kostenfrage. Wenn also ein Verlag sagen kann, jagen Sie das durch das Übersetzungsprogramm und dann posteditieren Sie. Mhm.
dann bekommt man natürlich nicht mehr das volle Honorar als Übersetzer, sondern es wäre dann ein sogenanntes Lektoren- oder Lektorin-Honorar. Also der Verlag könnte sozusagen 3/4 der Honorare einsparen. Jetzt besteht aber natürlich gerade in Hinsicht der Literatur ein großes Problem. Die Übersetzungsprogramme, die es gibt, und DeepL ist eines der besseren, die schaffen es noch nicht, Dinge zu berücksichtigen, die wirklich die literarische Sprache ausmachen. Also Dinge wie Rhythmus und Klang und Querverweise und Ambiguitätenentdeckung und so weiter und so weiter. Abgesehen davon, dass es auch noch richtig viele wirkliche Übersetzungsklöpper gibt. Aber das kann man alles verfeinern und das wird verfeinert werden. Und dann ist in der Tat die Frage, wie in vielen anderen Berufen auch, was aus einem werden soll. Und deswegen gibt es natürlich jetzt Bestrebungen, also zumindest dieser Entwicklung insofern Widerstand zu leisten, als man sagt, man muss aber erstens gefragt werden und selber entscheiden dürfen. Also ich zum Beispiel als Übersetzer muss das Recht haben, mich dieser Hilfsmittel zu bedienen, so wie ich mich eines alten analogen Wörterbuches bediene. Und ich muss das Recht haben, Nein zu sagen. Und dann entstehen ja ganz schwierige Fragen wie Urheberrecht. Kann eine Maschine ein Urheberrecht haben? Ja? Oder wie wird denn die Maschine gefüttert? Mit welchen Textkorpora? Darf der Betreiber einfach zugreifen, meinetwegen auf ein Buch einscannen und in seine Textsammlung einverleiben. Das sind alles Fragen, die sind auch noch auf deutscher und auf europäischer Ebene noch nicht ganz geklärt. Und wie immer bei diesen technischen Fortschritten gibt es natürlich dann Lager. Die einen, die sagen Fortschritt, Fortschritt, die anderen sagen, nein, wir müssen beharren. Also die Luditen, die die Maschinen zerstören wollen, ne? Dazu würde ich vom Temperament her auch gehören. Aber es wird natürlich kommen, wie alles gekommen ist. Und dann ist die Frage, was da entsteht. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, natürlich wird dieses Programm eine Art Rilke-Sound erzeugen können. Aber ergibt er immer Sinn? Und kann man ein Gedicht posteditieren? Ich glaube, das geht nicht. Ich würde ja ganz gern, noch ganz kurz was aus der Lyrik zum Besten geben. Und da werde ich ein Beispiel nehmen von Thomas Traherne, von denen hat niemand gehört, da bin ich mir sicher. Einer der sogenannten metaphysischen Lyriker in England, 17. Jahrhundert, der das schlimme Schicksal hatte, dass seine Gedichte allererst um das Jahr 1900 aufgefunden wurden. Also posthum und zwar sehr weit zeitlich entfernt. Und das hat mich, also da bin ich natürlich auch nur durch Zufall drauf gekommen. Ich war mal bei einem Workshop, bei einem Seminar, Gedichte übersetzen für Übersetzer von Prosa, weil oft in Romanen findet man Gedichte seitens des Autors oder der Autorin selbst oder zitierte Gedichte und da muss man möglicherweise ran an die Arbeit, wenn es die noch nicht auf Deutsch gibt. Und für reine Prosa-Übersetzer ist es eine wirkliche Schwierigkeit, sich dann mit der Lyrik abplagen zu sollen. Ne? Und da bekam ich 3 Strophen eines Gedichts ohne Nennung des Autors und übersetzte die, mehr schlecht als recht, aber bekam meinen allerersten Preis überhaupt, nämlich einen Lorbeerkranz aus Küchenlorbeer, weil die Übersetzung dieser 3 Strophen für gut befunden wurde. Und dann dachte ich, und habe geguckt, von wem ist denn das und wie lang ist denn das überhaupt? Und dann fand ich eben Thomas Traherne und habe dann eben irgendwann den Rest übersetzt. Das ist ein großer Rest. Nein, nicht das ganze Buch, um Gottes Willen, nein. Und ich fand es faszinierend, es ist ein Gedicht, es heißt auch Träume, ein Gedicht über die Beziehung von, oder das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit. Und dann geht aber, weil er sich mit solchen Fragen, also letzten Endes philosophischen Fragen, auseinandersetzte, ging er darüber hinaus und überlegte, wie ist denn das Verhältnis von Denken und den Dingen? Und wenn das jetzt im Traum auch noch auftaucht, das Ding, wie ist dann das Verhältnis und kann ich überhaupt erkennen und so weiter und so fort. Also, und das alles in diesen Versen, sehr kompliziert geräumte Verse, muss ich dazu sagen. Das war also auch eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich muss das erstmal finden. Traherne. Hier.
Also, da müssen Sie sehr aufpassen auf die Reime. Träume. Wie seltsam, was mir widerfuhr. Ich sah den Himmel, sah die Flur, ich sah den Sperling fliegen, sah Felder um mich liegen, die Sonne war am Himmel aufgestiegen. Ergibt mein Auge noch in finstrer Nacht durch sein geschlossenes Lied des Tages Pracht? Die Menschen waren mir so nah wie jene, die bei Tag ich sah. Die Luft war klar und rein, die Erde schön und mein, wie die, die schon bei Tag mein waches Sein umfing. Hat denn der Himmel, hat die Welt in meinem Schädel sich ein Haus bestellt? Wie heilig und wie rätselvoll, dass hierauf Glück beruhen soll. Also Träume, ne? Dass hierauf Glück beruhen soll. Was ist es im Verlies des engen Leibs, das dies bewirkt, das sich als Lebendes erwies, als ich erstarb? Kann denn das All von mir Besitz ergreifen, groß sein dort wie hier? Kann alles, was wir wachend sehen, des Nachts im Traume uns geschehen? Ich wusste es als Kind. Auch meine Träume sind so wahr wie alles, was ich um mich find. Die Welt war dort zu Gast. Wie sonderbar, dass Himmel Erd und Erde Himmel war. Bis das, was der gemeine Geist irrtümlich die Erfahrung heißt, die Dinge schied dem Kind. Das künstliche Gebind von Vogelschwingen, Tugend von der Sünd, die nachts im Traume durcheinander schwirrten, wenn meine Sinne fröhlich sich verwirrten. Doch schreckten Dinge mich oft sehr und machten meine Seele schwer. Gesichte gab es da, die schienen greifbar nah wie Dinge, und Dinge ich in ihnen sah. Doch waren sie eine Ausgeburt der Nacht und ward ihr ganzes Dasein nur gedacht. Ach, welch ein Ding sind die Gedanken! Ein Traum, ein Nichts, ein bloßes Schwanken. Und doch dem Geiste sind sie das, was ihr empfindt als nah und als wahr. Der Mensch ist blind und sieht die Wirklichkeit des Dinges nicht, das scheu aus seinem tiefsten Innern spricht. Gedanken sind gewisslich wahr und sind wie Dinge wunderbar. Nein, Dinge leben nicht und keins von ihnen spricht zur Seele. Fülle wird uns vom Gewicht des Denkens. Gedanken sind die wahren Dinge, aus denen Freud und alles Leid entspringen. Aber nicht Sigmund Freud. Ja. Und dann kommen noch zwei, aber du kannst erst sagen, was du sagen möchtest. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ob wir auch mal die Möglichkeit geben, ja, zu reagieren. Ja. Wollen wir es an der Stelle machen? Ja, oder die zwei noch, das ist ein ganz okay, kurze. Gut, und dann machen wir das reagieren. So. Genau. Das sind jetzt etwas lustigere. Gut. Nochmal dieser Andrew Motion, von dem ich vorhin dieses Gedicht, in dem die Liebe spricht, redet. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Das Übliche. Ich schloss die Tür ab und ging aus. Zum Supermarkt. Nicht viel. Das Übliche. Und spürte doch sogleich, wie alles, was zurückblieb, jubelte, mich gehen zu sehen und ganz es selbst zu sein. Beim kalten Kuss der Gabel bebte eine Klinge. Zwei Kissen wurden rot, da sie sich bauschten. Zitternd sprang ein Buch auf, dann nahm es teil am Plausch der Nachbarn auf dem Brett. Und in meinem Schlafgemach riss sich vom Bett das Laken.
stieg empor und schwebte, zum Trampolin gestrafft, mitten in der Luft, damit alles, was an mir schon tot war, Haare und die Schuppen ausgedorrter Haut, hüpfen und tanzen könnte, bis ich wiederkehre. Und das andere, auch wieder eine ganz ähnliche Kerbe, der bewusste gelbe Rosenstock. Das heißt Wecker. Und behandelt was ganz Ähnliches. Wo ist Wecker? Hier, 15. Wecker. Heute Nacht habe ich den Wecker in den Kühlschrank gestellt. Die Leute sagen, ich ticke nicht richtig. Wecker sind mir lästig, dröhnen mir in den Ohren. Irgendwo gibt's einen Volksstamm, Gott weiß in welcher Gegend, der noch nicht beherrscht ist von der Zeit. Gestern ist für die das gleiche wie voriges Jahr. Die Leute sagen, die ticken nicht richtig. Zum Beispiel kriegt man da die Milchmädchenrechnung des Großvaters selig. Aber man lässt sie links liegen, versteht sich. Heute Nacht habe ich den Wecker in den Kühlschrank gestellt. Ich wollte eine Theorie beweisen, weiß nur nicht mehr welche. Die rote Beete, der Käse, die gefrorenen Möhren, aufschrecken werden sie um 10 vor 8. Sollen sie nur auf den Bus aufspringen und davonsausen? Mir doch egal, heute Nacht habe ich den Wecker in den Kühlschrank gestellt. Was mir bei dem Gedicht auffiel, war, dass wenn man einen Wecker in den Kühlschrank schreckt, andere denken, man tickt nicht richtig. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, ich würde gerne so zu Reaktionen, Fragen, Anmerkungen, Hinweise, auf was sind Sie aufmerksam geworden? Wer möchte? Verstehe nicht. Wie hieß es denn auf Englisch? Mit dem Wecker? Das kann ich nicht sagen, weil es nicht auf Englisch war, sondern eben wie gesagt auf Irisch. Also das ist ein irischsprachiger Autor. Aber ich gebe zu, ich habe ein bisschen mit dem Ticken nachgeholfen. Also im Original ist es nicht ganz so witzig wie in der Übersetzung. Das gleiche gilt übrigens nur als Beispiel, ich will es nicht verlesen. Vielleicht kennen Sie von Kurt Schwitter das Gedicht Anna Blume. Und im Jahr 2000 hat die Stadt Hannover die Expo abgehalten. Und da gab es natürlich auch ein literarisches Begleitprogramm. Und dann wurden Lyriker und Lyrikerinnen in aller Welt eingeladen, ein Antwortgedicht auf dieses Anna-Blume-Gedicht zu schreiben. Und dann hat also dieser bewusste Gabriel Rosenstock auch wieder etwas geschrieben. Und meine Übersetzung, die eine halbe Erfindung war, war so gut, dass wir beide eingeladen wurden, nicht die anderen 80, weil ich habe dann also wirklich habe seine Grundidee weiterentwickelt und es wurde dann ganz witzig. Also Anna Blume besteht nur aus Satzzeichen. Na gut. Also insofern kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Fand ich auch eine spannende Geschichte sozusagen, wenn man neben einem Autor sitzt und ja. Das ist ja nochmal was anderes. Ja. Ne? Also einerseits, wenn man sagt, okay, man hat einen Text, einen alten Text, man kennt den nicht, aber mit einem Autor zusammen sozusagen diese Rhythmik aufzugreifen, zu erspüren, ist ja nochmal ganz anderer Vorgang. Also konkret sieht das wirklich so aus, wir haben ja gemeinsam, ich glaube, 13 Bände mit Gedichten deutschsprachiger Autoren und Autorinnen in Irland herausgebracht, und zwar dreisprachig, Deutsch, Englisch, Irisch. Und Englisch ist, wie jeder weiß, nicht meine Muttersprache, also saßen wir dort bei jedem dieser drei Bände, wieder, wie vorhin schon erwähnt, und diesmal hörte er sich meine englische Fassung an, mit geschlossenen Augen, und sagte, dritte Zeile, drittes Wort, ja. Also das ist wirklich eine ganz enge Zusammenarbeit und macht großen Spaß, ist aber natürlich zeitaufwendig und wenn man dann ein sehr, sehr karges Honorar bekommt, falls überhaupt, dann muss man das wirklich aus reiner Liebe tun. Ich habe noch eine Frage dazu. Sie sagen, die schreiben auf Irisch. Meinen Sie Gälisch? Ja. Danke. Das wollte ich nur für mich. Ja, nee, weil es ist oft, die Iren selber sagen
Irish. Oder auf Irisch sagen sie dann as Gaelic. Die Engländer sagen Gaelic. Das hören die Iren aber nicht so gerne, ich weiß nicht warum. Vielleicht deswegen, weil es eben das Irische von dem Irischen etwas wegnimmt. Dann aber auch, weil eine gewisse Verwechslungsgefahr besteht mit dem sogenannten Scottish Gaelic. Also dass er eine Sprachverwandte oder wie sagt man, eine in derselben Sprachfamilie, Sprachenfamilie angehört. Also die sagen aber Gaelic und das ist Gaelic. Aber ich weiß nicht, Paula, you would have to say, would you say, I speak no Irish? You wouldn't say, I speak no Gaelic. Yeah. Okay, da hinten war noch. Ja, durch die Sprachenunterschiede kann man nicht davon ausgehen, dass von dem Sinn des Textes oder von der Übersetzung ein Teil sowieso per se verloren geht. Man kann nicht beide Sprachen 100% verstehen. Deswegen nehme ich an, das Original ist immer 100%ig und die Übersetzung ist weniger. Das letzte habe ich nicht verstanden. Das Original ist. Dass das Original 100%ig ist und dass die Übersetzung am Sinn verliert, egal wie gut das ist. Allein wegen der unterschiedlichen kulturellen Unterschiede und wegen der Sprachenunterschiede. Und da gibt es irgendwelche Formen, dass man sagt, okay, oder bestimmte Bedingungen, ich weiß nicht wie. Ja. Also, das ist auch wiederum eine Auffassung, die in der Tat davon ausgeht, dass Übersetzungen nicht nur deswegen, jetzt sage ich mal, minderwertig sind, weil sie Derivate sind, also sie sind abgeleitet von einem bereits vorhandenen Original, sondern auch, weil, wie Sie sagen, etwas auf jeden Fall verloren geht. Sei es der Sinn, sei es der Klang und so weiter und so weiter. Ne? Also es gibt ja die berühmte Formulierung von Robert Frost, dem amerikanischen Dichter, der sagt, Poetry is what is lost in translation. Dem widerspreche ich. Ich gehöre der anderen Schule an, die sagt, ein Original kann auch hinzugewinnen. Es ist nicht so, dass das Original an und für sich in sich perfekt ist. Alles Menschliche hat Schwächen. Auch ein Roman von, ich weiß nicht wem, auch ein Roman von Thomas Mann, wenn er übersetzt wird, wird sich herausstellen, dass es da gewisse Schwächen gibt. Die ergeben sich erst oder zeigen sich erst durch diesen Prozess oder in diesem Prozess. Aber es mag ja sogar sein, dass vielleicht 5% verloren gehen oder 10%. Aber wir wollen hart daran arbeiten, dass es 50% sind, die verloren gehen. Eine zweite Frage, wie ist die Zukunft des Übersetzens im Zeitalter, digitalen Zeitalter schon? Wo glauben die ganzen künstliche Intelligenz, heißt das eine Konkurrenz für Sie später? Oder? Naja, das hat mir eben schon angesprochen, also künstliche Intelligenz ist wie in allen anderen Bereichen eine große Konkurrenz. Also so ähnlich wie ein Pfleger oder eine Pflegerin, wenn die in Japan von einem Roboter mit einer weichen Hand abgelöst werden können und schon abgelöst werden, natürlich, das ist eine große Konkurrenz. Und wiederum, die Pessimisten unter uns würden sagen, ich meine, wenn wir uns überlegen, künstliche Intelligenz, allein die letzten 2 Jahre, ja, was wird in 10 Jahren sein? Wir können das überhaupt nicht überschauen, aber dass es sich beschleunigt, das steht fest. Und das würde eben bedeuten, dass die Verlage aus ökonomischen Gründen dazu übergehen werden, uns zumindest diese Alternative zu bieten. Sie können es noch so machen, aber vielleicht machen sie es so. Ne? Aber das muss man abwarten. Und sich natürlich auch aktiv engagieren und Position beziehen, ne, was dann unser Verband macht. Sie meinten vorhin, die Übersetzung sollte möglichst schon vor dem Original erscheinen, was natürlich Quatsch ist. Aber was für ein zeitlicher Abstand ist? Das ist kein Quatsch. In Deutschland. Okay. Und in Holland zum Beispiel ist das Usus. Und deswegen, die Holländer, also die Verlage, drängen darauf, dass sie ein übersetzungsfähiges Manuskript schon lange vor dem Ersterscheinen des Originals bekommen, damit sie an die Arbeit gehen können und dann zumindest zeitgleich auf den Markt kommen. Weil wir wissen alle, die Niederländer können noch viel besser Englisch als die Deutschen. Und bei uns ist natürlich ein ähnlicher Trend zu beobachten. Ansonsten ist es so, also es kommt dann auf den Titel an, den Autor, Bekanntheitsgrad. Also wenn Sie jetzt Barack Obama sind und schreiben Ihre Autobiografie, dann muss das also am Tag X weltweit erscheinen. Und dann sitzen da 7 Leute an dem Buch, damit es eben zeitgerecht erscheint. Und das andere,
Also normalerweise, jetzt sage ich mal, ein Roman, also das kommt eben darauf an, wie gelassen die Verlage sind. Also in meinem Fall, ich habe es in dem Sinne mit netten Verlagen zu tun, es kann sein, dass der Roman dann eben im Deutschen ein Jahr später erscheint. Aber das Schlimme ist, wenn man von einem Manuskript übersetzt, wegen dieser zeitlichen Vorgaben, dann gibt es noch so viele Änderungen, das bedeutet wieder mehr Arbeit für den Übersetzer, weil der Autor, die Autoren plötzlich noch kurz vor dem Erscheinen des Originals sagt, das muss noch abgeändert werden. Aber sagen wir mal, normalerweise hier in Deutschland vielleicht 6 Monate danach. Aber wie gesagt, der Trend geht hin zur Gleichzeitigkeit. Also was die englische Sprache angeht, kein Mensch sagt was über Chinesisch oder... Okay, da hinten war was. Ja. Du bist ja wirklich Spezialist für irische Literatur. Hast du schon mal überlegt, dich an Finnegans Wake ranzuwagen oder ist das unübersetzbar? Um Gottes Willen. Also, erstens, nein, habe ich nie überlegt, das kann ich nicht, das kann keiner. Es gibt aber einen Kollegen, der gerade sich jetzt dran gesetzt hat, nämlich Ulrich Blumenbach. Ich behaupte, er wird, so sehr ich ihn schätze, ebenso scheitern wie sein Vorgänger Dieter Stündel. Der hat vor ungefähr, naja, ich sage jetzt mal vor 17 Jahren etwa, Finnegans Wake von James Joyce auf Deutsch herausgebracht. Und es war eine einzige Katastrophe. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Finnegans Wake bedient sich vieler, vieler Sprachen im Original. Nicht nur des Englischen, des Irischen, des Deutschen, des Italienischen. Viele, viele Sprachen fließen ein. Und James Joyce versucht sozusagen die Mehrdeutigkeit von allem aufzuspüren. Was hat Dieter Stündel daraus gemacht? Reine Karlauer. Allein der Titel, das heißt ja Finnegans Wake. Finnegans Wake, also eine Wake, ist eine Totenfeier. Und es geht zurück auf ein Lied, ein irisches Volkslied. Was macht er daraus? Weg, W-E-H, weh, Schmerzen, wow. W-E-G, Weg, Pass. Hat mit Wake nichts zu tun, aber er hat ein kleines Wortspiel. Oder er sagt, keine Übersetzung von Dieter Stündel. Da schreibt er keine, natürlich mit K-A-I-N, Kain und Abel, hat er wieder was Kleines erlebt. Dann schreibt er nicht Übersetzung, sondern Übelsetzung. Dann schreibt er auch nicht Setzung mit S-E, sondern mit S-E, so wie früher das die, ich glaube, die Taz-Setzer gemacht haben. So, also mit anderen Worten, er dachte, das Ganze ist ein reiner Witz. Das wird Ulrich Blumenbach nicht machen, aber ich denke, es ist nicht zu machen. Schon Ulysses ist schwierig genug, aber Finnegans Wake halte ich für unübersetzbar. Aber gut. Und dann war noch eins. Ja, ich wollte nur wissen, Sie werden von Verlagen beauftragt oder haben Sie Lieblingsschriftsteller, mit denen Sie in Kontakt sind und die dann sagen, ist wieder so weit oder wie geht es? Also es gibt beides. In der Mehrzahl der Fälle sind es Aufträge. Und natürlich, die Verlage haben, sage ich mal, ihre Kandidaten und Kandidatinnen. Die wissen jetzt zum Beispiel, sie würden mir jetzt nicht den Kriminalroman X von Y geben, sondern eben, was weiß ich, Thackeray. Also das heißt, jeder ist in so einer kleinen Schublade. Das ist ein großes Problem für die Kolleginnen, die jetzt meinetwegen, sag ich mal, einen Kriminalroman gemacht haben, gerne mal was anderes übersetzen möchten und sie kommen sehr schlecht aus dieser Schublade heraus. Und na gut, das ist die eine Sache. Es gibt aber auch Fälle, wo ich eben zum Beispiel diese besagte Maeve Brennan, wo ich den Vorschlag mache, das sage ich, wenn ich das jetzt mal hochrechne, ist vielleicht in 25% der Fälle so, dass ich sage, Mensch Leute, guck mal, hier gibt es was Wunderbares, das müsstet ihr doch machen. Aber auf der anderen Seite hat sich im Laufe der letzten, auch wieder 20 Jahre, alles so professionalisiert. Also Sie müssen sich vorstellen, ich rede jetzt nur von der englischsprachigen Welt. Also dort ist der Autor X und der hat die Agentin Y. Und die Agentin Y hat eine, in den USA, hat eine englische Subagentin, eine in Großbritannien. Die hat eine deutsche Agentur, die sie vertritt. Und dann kommt es an die Verlage. Und das heißt, die Verlage werden dann alle angeschrieben. Wir haben hier den neuesten Hit aus den USA. Und dann sagen die alle entweder, ja, interessant, oder sie sagen, nein, uninteressant. Und wenn es hochinteressant ist, wenn sie glauben, große Gewinne machen zu können, dann beginnt eine Auktion. Also, Sie haben gerade einen Roman geschrieben.
Und der verspricht, obwohl vielleicht nur 5 Seiten vorliegen, der verspricht, ein großer Bestseller weltweit zu werden, dann wird das auktioniert. Und das ist alles ein einziger Wahnsinn, weil es meistens so ist, dass in Deutschland eben das, was vielleicht in China groß rauskommen könnte, bei uns keinen Widerhall findet. Und dann sitzen sie auf ihren 300.000 Euro Vorschuss Schulden und müssen das erwirtschaften und es geht nicht. Also alles hochriskant. Aber das Schönste ist natürlich, wenn man selber eine Idee hat und sie angenommen wird. Letzte Frage, hallo? Ja. Wie ist mit der Haftung? Wie soll das bei Vertragsschließung, bei internationalen Sachen, also hat Schaffner mitgemacht, da waren wichtige Übersetzungen und wenn der Fehler passiert, wenn er falsch übersetzt wird, wer trägt die Haftung? Oder wenn der Roman weniger gelesen wird, weil man sagt, das ist nicht so schlecht. Ja. Wie ist der Verleger gefragt oder der Übersetzer? Oder ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wovon wir reden. Also wenn wir jetzt, sag ich mal, von Literatur reden, von einem Roman. Und nehmen wir mal an, der Roman hat ein Thema und ein Gegenstand oder ein Personal. Ein kleines Beispiel, Maxim Biller hat halt nach Trennung von seiner Frau einen Roman geschrieben, in dem dieselbige vorkommt. Und dann ist er halt vor Gericht gegangen. Und jetzt ist immer die Frage, Persönlichkeitsrechte, die Frau, Freiheit des Wortes, künstlerische Ausdrucksfreiheit, der Mann. Das heißt, bei solchen Fällen wird natürlich auch ein Verlag Rechtsanwälte heranziehen. Zum Beispiel nehmen wir an, es geht um, auch in der Literatur, es geht um einen Roman, der vielleicht mit Geheimnissen der US-Armee zu tun hat oder so. Dass man guckt, was darf gesagt werden und was nicht. Aber das andere mit der Haftung, also man kann mich nicht wegen eines Kommafehlers verhaften. Ja? Aber wenn es jetzt um Nicht-Literatur geht, dann ist die Frage eben, für wen Sie etwas übersetzt haben, ob das eine Institution ist, eine juristische Person und welche Verträge Sie geschlossen haben, was steht da drin. Also zum Beispiel, ich muss in jedem Vertrag unterschreiben, dass ich nicht die Persönlichkeitsrechte anderer verletze. Das heißt zum Beispiel, das fällt mir natürlich nichts ein, ich habe noch nie Persönlichkeitsrechte verletzt. Ein gutes Zeichen. Aber es gibt, oder eine andere Frage, die auch wichtig ist, es gibt zum Beispiel in Deutschland und soweit ich weiß nicht in Großbritannien einen sogenannten Titelschutz. Titel sind geschützt, so wie Markennamen. Das heißt, ein Verlag bringt meinetwegen ein Buch heraus, ein Archivar großer Taten, kein anderer Verlag darf diesen Titel verwenden. Aber es muss angemeldet und registriert werden. Ne? Und natürlich, und ich weiß nicht, ob Sie das merken, wenn Sie in einen Buchladen gehen mit 10.000 Titeln, ich nehme mal an, also höchstens einer könnte eine Art Verdopplung sein und da hat dann eben der Verlag nicht aufgepasst oder so. Aber ansonsten, und wenn es nur ein Wort ist, das den Titel ändert. Ne? Also es geht natürlich auch immer um juristische Fragen, aber mit der Haftung, also bei der Literatur, nur da, wo eben diese Persönlichkeitsrechte betroffen sind. Okay, gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Ja, bitte. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du Fehler im Original findest? Ich korrigiere sie. Aber es gibt viele Fehler. Ja. Nein, das ist, wenn ich die Fehler nicht korrigierte, dann würde natürlich der Rezensent oder der aufmerksame Leser über mich herfallen. Und ich finde, man muss ja etwas Gutes für das Buch tun. Also es geht ja nicht darum, also ich sage zwar immer, der Text, der Rönartext sei sakrosankt, das soll heißen, ich darf ihn nicht nach Belieben umändern wollen, aber wenn ich ein Buch übersetze, in dem steht, die Wikinger reisten von Skandinavien nach Osten, nach Island, dann kann ich das nicht stehen lassen. Aber machen Sie das in Absprache mit dem Autor? Nein. Also gut, manchmal jetzt zum Beispiel bei Sebastian Barry, da gab es Fehler und wir sind in Kontakt, dann sage ich, also da sind schon Sachen, da könnte man vielleicht überlegen, ob man bei einer Neuauflage im Original auch nochmal nachträglich verbessert. Ne? Dann ist aber noch eine große Gefahr, manchmal denkt mir ja, das ist ein Fehler, aber es ist gar keiner, sondern ich bin zu korrekt in meiner Wahrnehmung.
Aber ich meine, man kann natürlich mit einiger Erfahrung dann schon allmählich herausfinden, ist das da ein Druckfehler oder ist da ein sachlicher Fehler, also die sogenannten Realien. Nur mal zum Beispiel, welche Tierarten existieren in Irland, dann darf der Romancier nicht schreiben, da ist jetzt aber ein Elch. Ja. Und das gibt es aber, solche Fehler gibt es. Und ganz oft sehen Sie das umgekehrt, wenn ein ausländischer Autor über, sag ich mal, Berlin schreibt oder über Deutschland, dann steht da mal wegen die Mauer, jetzt weiß ich nicht wo, aber jedenfalls nicht da, wo sie gestanden hat. Das heißt, es gibt sachliche Irrtümer und Fehler, die müssen natürlich bereinigt werden. Das musste eigentlich immer das aufmerksame Lektorat im Originalverlag tun. Aber die englischen Lektorate sind noch viel schlechter als unsere. Und unsere sind relativ gut. Gut. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich... Ja, ich bitte noch. kann man denn vom literarischen Übersetzen auskömmlich leben? Das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist eine Dilemma-Frage. Ne? Also ich lebe ja davon, weil ich keinem anderen Beruf nachgehe. Also kann man theoretisch sagen, man kann davon leben. Aber ich betone, auskömmlich leben. Das ist Interpretation. Genau. Genau. Nein, es ist natürlich so, so wie übrigens auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen, es gibt ja in Deutschland, das ist ja wunderbar in Deutschland, ein großes Netz von Preisen, Stipendien, Literatur, wie sagt man, Künstlerresidenzen und so weiter, die natürlich Zusatzeinkommen generieren. Aber Einkommen, auf das man sich hier verlassen kann, sondern es kommt oder es kommt nicht. Dann kommt als zweites großes Risiko hinzu, also ich habe eben die Frage bejaht, weil ich genügend Aufträge habe, weil ich sozusagen ja ein Jahr aus arbeite. Es gibt aber eben Kollegen und Kolleginnen, die meinetwegen jetzt, sag mal, 6 Monate lang keinen Auftrag erhalten haben. Und dann wird es richtig schwierig. Sodass nur eine Minderheit, behaupte ich jetzt mal, der Übersetzerinnen, und es sind eben zu 80% Frauen, wirklich vom Übersetzen leben kann und eben meinetwegen Unterricht gibt oder in anderer Kapazität irgendwo tätig ist. Ne? Also es ist so, in unserem Verein, also in unserem Verband, gibt es jetzt, schätze ich mal, grob 1400 LiteraturübersetzerInnen. Und ja, da denke ich, also vielleicht 300-400 könnte sein, dass die da wirklich sagen, auskömmlich würden die auch nicht sagen, aber davon leben. Ne? Nein, es ist ein schlecht bezahlter Beruf, aber ich verstehe auch die Verlage, das muss man sagen. Zum Beispiel, Sie gehen in den Buchladen und das Buch hat vor 2 Jahren noch 19,99 Euro gekostet. Und jetzt kostet es schon 26 oder 28 Euro. Das nehmen Sie wahr als Konsument. Und eigentlich möchten Sie so viel Geld nicht ausgeben. Aber die Verlage müssen auch ihre Preise erhöhen. Die Preise für Papier haben sich irrsinnig erhöht. Es gab sogar eine Papierknappheit, weil alles in Kartonfertigung investiert wurde, wegen der vielen Amazon-Pakete, die wir täglich bekommen. Ne? Und all diese Kosten, ne? Strom, Gas, Sie wissen ja das. Und das ist natürlich die berühmte Lohnpreisspirale, so geht das immer weiter. Ich brauche jetzt mehr Geld, weil meine Kosten auch gestiegen sind. Der Verlag sagt, wir haben nicht mehr Geld. Da muss gefeilscht werden, ich bin ein schlechter Unterhändler. Also die Endbezahlung ist immer das Aushandeln zwischen dem Übersetzer und dem Verlag. Ja, also es ist ein freier Markt, zwei gleichberechtigte Partner, ich, der kleine Übersetzer, hier der große Verlag, aber so funktioniert der freie Markt. Und dann ist es natürlich klar, also lebe ich ja schon einige Zeit lang und habe daneben auch eine gewisse Erfahrung sammeln können, das heißt, also ich werde jetzt nicht mit einem Anfängerhonorar abgespeist, aber trotzdem erreiche ich nicht das Honorar, von dem ich jetzt finde, dass es mir eigentlich zustimmt. Also es hat mir jemand verdient das, was er verdient. Aber es hat mir jemand ausgerechnet, im Grunde müsste der Übersetzer, die Übersetzerin das bekommen, was jetzt, sage ich mal, der Handwerker bekommt, 70 Euro die Stunde. Ja? Weil das sind ja alles Bruttoerträge, die wir erhalten. Da kommt, gehen ja die Betriebskosten ab und so weiter und so weiter. Ne? Und also der Handwerker würde für das Honorar, das ich bekomme, nicht mal den Motor anstellen.
vielleicht noch eine Frage. Das geht aber weiter. Ja, das ist ja toll. Ja, bitte, gerne. Die Honorarspanne, wie groß ist die? Also, wie unterscheidet sich das Honorar von jemandem, der ganz triviale Krimis übersetzt? Ja. Also, erstmal das Honorar. Zum Beispiel eines Ulysses übersetzt. Ja, also das Honorar geht nach verschiedenen Kriterien. Einmal die Sprache. Also wenn Sie aus einer seltenen Sprache übersetzen, werden Sie höher bezahlt, versteht sich. Englisch ist nun halt die Allerweltssprache, da sind die Honorare niedriger. Zweite Kategorie, wie Sie eben gesagt haben, ich würde jetzt nicht sagen Genre versus sogenannte hohe Literatur, aber man sagt im Allgemeinen Texte mit geringerem, wie heißt die Formulierung? Geringerem Anspruch, mittlerem Anspruch, hohem Anspruch oder so ähnlich. Also dann wäre eben Ulysses hoch und höchst. Ne? Dann natürlich dritte Kategorie, Sie selbst, Ihre Erfahrungen und so weiter. Und aus all dem mixt sich das dann. Und wir werden wir bekommen Seitenhonorare, das ist die sogenannte Normseite. Also sage ich mal, ein Roman hat dann im Manuskript 300 Seiten. Und dann kommt es jetzt eben darauf an, was bekommt man für jede dieser 300 Seiten. Und dann muss das eben verhandelt werden aufgrund dieser Kriterien. Und dann gibt es jüngst, also das gab es vor 20 Jahren so eben noch nicht, gibt es Beteiligungen, sogenannte Erfolgsbeteiligungen. Wenn also von meinem Buch 50.000 Exemplare verkauft werden, dann bekomme ich eben neuerdings sogar ab dem 3.000. Exemplar, gibt es einen Prozentsatz, so wie beim Autor auch. Ne? Und dann gibt es noch die sogenannte Nebenrechteverwertung. Nehmen wir mal an, einer von Ihnen liest alle diese Gedichte im Radio, dann gibt es auch noch Geld. Die letzte Frage. Sie geht schon auf Ihren Platz hier. Ja. Wie sieht es aus mit dem Urheberrecht, wenn eine Übersetzung übersetzt wird? Das haben wir häufig. Das ist mir auch mal passiert, also da war ich in Indien und da sollte was übersetzt werden, also ins Englische. Ja. Also vom Englischen, dann einer wusste, der könnte Deutsch, der war ein Belgier, und dann auch Englisch. Da hat jemand übersetzt, ist Deutscher, ja. Und dann war ich in Indien, wie ist, wenn eine Übersetzung übersetzt wird, wer verfügt über das Urheberrecht, sollte man erstmal primär den Originaltext zu jemandem fragen, der geschrieben hat. Ja. Oder der Übersetzer steht an zweiter Stelle oder an erster Stelle. Wie ist Übersetzung? Also juristisch ist es so, wir hatten ja schon gesagt, ein Original ist ein Original und die Übersetzung ist die Übersetzung des Originals. Aber die Übersetzung selbst ist auch wieder ein Original. Es ist also urheberrechtlich geschützt als Original. Es gab die Nairobi-Konferenz vor vielen, vielen Jahren, die hat dann eben festgestellt, auch Übersetzungen sind Originale, sind urheberrechtlich geschützt und jeder in der Welt muss sich daran handeln, der diesem Abkommen beitritt. So, und jetzt ist es so, wenn ich jetzt meinetwegen, was weiß ich, also Maeve Brennan ins Deutsche übersetze und jetzt sage ich mal, ein flämischer Verlag möchte das gerne ins Flämische übersetzen und nimmt meine Übersetzung, dann müsste er dafür zahlen. Die ist urheberrechtlich geschützt. Es gibt ein Beispiel dafür, ein ungarischer Autor, ein sehr guter Autor, Sándor Márai. Wie spricht man denn richtig aus? Sándor. Da gab es eine deutsche Übersetzung von dem Buch Asche, sage ich jetzt mal, weil das, wie hieß das auf Deutsch? Glut. Wie? Die Glut. Die Glut. Und in England wollte man das unbedingt herausbringen, weil das in Deutschland gut angekommen war. Und dann hatte man eine Übersetzerin gefunden, die konnte aber kein Ungarisch. Und dann hat sie in der Tat die deutsche Übersetzung als ihre Vorlage genommen. Inzwischen gibt es eine neue Übersetzung direkt aus dem Ungarischen. Aber wie gesagt, wenn das der Fall ist, muss für die deutsche Übersetzung gezahlt werden. Ne? Eine letzte Frage. Ja, nur letzte Frage. Nein, also welche Rechte, jetzt kommt es wieder darauf an, also reden wir von dem finanziellen oder reden wir auch von sogenannten moralischen Rechten? Also, kann sich die Autoren beschweren und haben gesagt, Moment,
Die haben aus meinem guten Buch schlechtes Buch gemacht. Ja. Deshalb zu verfolgen. Ja. Dann müssen wir zurückziehen, oder die müssen mir Schadensersatz bezahlen. Ja, das Buch ist kein Erfolg, weil es schlecht gesetzt ist. Na, das ist schon keine unwichtige Frage. Also zunächst mal rein juristisch wiederum, wie gesagt, der Originalverlag, beziehungsweise eben der vertretende Autor, die Autorin, verkauft die Übersetzungsrechte in alle Welt möglichst. 40 Sprachen, wunderbar. Und natürlich kann dieser Autor nicht 40 Sprachen, aber es könnte ja sein, dass er Deutsch kann. Und das gibt es mitunter, dass Autoren sich auch einbilden, Deutsch zu können und dann sagen, das ist aber nicht so, wie ich das übersetzt hätte. Ne? Das kann es natürlich geben, aber das ist eben ein Berufsrisiko, wenn man so will, weil der deutsche Verlag natürlich seinerseits in der Verantwortung steht und ich meinerseits, dass wir eben wirklich auf Treu und Glauben diesen Text im Deutschen reproduzieren. Ich darf also auch jede Klausel oder jeder Vertrag enthält die Klausel, ich darf nichts hinzufügen und nichts auslassen. Was natürlich unsinnig ist, weil ich lasse alles aus und füge alles hinzu. Aber man weiß, was gemeint ist. Ich darf nicht plötzlich 3 Sätze hinzufügen. Was auch mitunter vorgeschlagen wird, dass man 3 Sätze weglässt. Die sind nicht gut im Original. Ja, also, das gibt es alles. Aber trotzdem, der Autor hat jetzt die Rechte verkauft. Jetzt werden sie genutzt und dann bleibt abzuwarten. Und der hat kein Recht mehr, verkauft. Naja, aber er kann natürlich, wenn jetzt sich wirklich herausstellt, dass etwas völlig verfälscht worden ist. Ja. Oder einfach richtig schlecht übersetzt worden. Naja, das ist so. Auch ein gutes Original ist eine schlechte Übersetzung geworden. Ja, das ist aber jetzt so, wenn Ihr Handwerker kommt und verrichtet seine Arbeit und geht wieder und Sie merken, gucken Sie mal, wie Sie ihn belangen können, dass er zurückkommt und die Arbeit nochmal neu ausfüllt. Also, was heißt richtig schlecht? Das ist ja so eine schwierige Frage. Wenn in dem Buch steht, die Erde ist rund und ich schreibe die Übersetzung, die Erde ist eine Scheibe und so mache ich das die ganze Zeit, dann könnte natürlich der Autor kommen und sagen, also hier ist alles verfälscht, ich will das so nicht. Vielleicht hat es auch historisch gegeben, das weiß ich nicht. Ein neues Buch entstanden. Aber Sie merken schon, das ist alles vage und eine Gratwanderung. Ich meine, wer will sagen, wenn zum Beispiel eine neue Übersetzung herauskommt, sagt Kritik immer, das ist jetzt die neue Dostojewski-Übersetzung. Jetzt entdecken wir endlich den wahren Dostojewski. Vorher war alles Schwachsinn. Und das ist natürlich nicht der Fall. Den wahren Dostojewski entdecken wir nur, wenn wir ihn auf Russisch lesen und vielleicht auch dann nicht. Das Problem ist aber, es wird auch nach dieser wahren Übersetzung des wahren Dostojewski in 20 Jahren wieder eine neue geben. Und dann werden sie wieder anrufen. Weil wir natürlich alles immer auch für unsere Zeit entdecken und auch für unsere Zwecke. Aber ich glaube, jetzt müssen wir, weil wir doch unsere Kehle befeuchten müssen. Ja. Eine gute Idee. Ganz herzlichen Dank. Ja, Christian, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend, der, wie wir nicht nur gehofft, sondern geahnt hatten, sehr kurzweilig wird. Und dass wir so viel Einblicke in die Arbeit, aber auch die letzten Fragen haben es ja auch gezeigt, in die Kontexte. Ich habe gerade, höre gerade das Hörbuch Murakami und habe unseren Abend vor Augen gehabt. Und war voll stiller Bewunderung, was da ein Übersetzer aus dem Japanischen ins Deutsche gebracht hat. Und nicht nur das, auch diese große Wertschätzung für das, was ihr dann auch leistet, also als Kulturbotschafter auch zu agieren, dass ihr uns die Wege einfach und die Augen öffnet für Literatur aus anderen Ländern, eine ganz großartige Aufgabe. Während Bücher von Hans, übersetzte Bücher von Hans-Christian Oeser mit, dort gibt es einen kleinen Büchertisch. Da kann man noch etwas mit nach Hause nehmen und mal nachspüren, das, was wir heute Abend gehört haben. Ganz herzlichen Dank. Zu einem geringeren Preis. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend.